Auf die Plätze, fertig, los! Go! So, ich glaube, so ist der Bayer auch normal zum Mittag. Das hat so ein bisschen was von dem David Hasselhoff-Video mit dem Cheeseburger nur mit Schokolade. Alte Schachteln frisch gebügelt. American Fickboxer. American. Analstufe Rot 2. Animal Farm. Jetzt ficken wir Tiere. Ariel. Okay, ist das ewig. Ich weiß, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Im Land der Raketensperma. Im Wald. Harry Potter und der Feuerfick. Harry Potter und der Gefangene von Arschfacker. Harry Potter und der Orgasmus des Phönix. Harry Potter und der Stab der Steifen. Harry Potter und der Vollblutfick. Harry Potter und die Kammer des Schleckens. Einen wunderschönen guten Abend, werte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Lampalooza, Ausgabe Nummer 10. Wir haben ein kleines Jubiläum, würde ich fast mal sagen. 10 Ausgaben haben wir schon durchgehalten. Und letzte Woche gab es ja wieder mal durchgehalten, ausgehalten. Es ist auf jeden Fall, was wir hier schon alles mitgemacht haben. Ich habe letztens noch gezählt, wann war es gestern, habe ich im Matthias noch gesagt, wir haben jetzt schon insgesamt über 70 Spiele oder 70 Spiele schon gemacht hier in dem ganzen Ding. Es ist eine ganze Menge. Ich will gar nicht viel reden. Letzte Woche hat der Wookie knapp, aber verdient gewonnen. Und deswegen wird der Wookie heute durch den Abend führen. Ich lehne mich ein bisschen entspannter zurück. Ich begrüße nur noch mal ganz kurz alle, die neu dazugekommen sind und heute sich diese Show zu Gemüte führen. Und jetzt, Wookie, mach mal. Ja, guten Abend, liebe Mitspieler. Guten Abend, liebes Publikum. So, ne? Nein, Hilfe. Es hätte nicht schlimmer sein können. Ich hatte ein unglaublich enges Wochenende und ich hätte eigentlich nicht gewinnen dürfen. Ja, that's what she said. Ne? Das darf man gar nicht mehr so sagen, Dirk. Nee, auf jeden Fall. Ich habe trotzdem noch ins Zeug gesetzt und bis eben habe ich noch tatsächlich daran gearbeitet, diese 8 Spiele zusammenzukriegen. Weil man muss ja auch liefern und ich will ja euch, auch bei euch gewinnen. Ihr wollt ja einen Wettbewerb haben, denn Schiffe versenken. Wir haben unser Jubiläum und wir haben zum allerersten Mal ebenfalls einen Champion gestellt bekommen. Den will ich aber noch nicht vorstellen, weil ne, für die Klicks und so weiter immer ganz zum Ende vorstellen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Sebi, hi. Wie geht's dir? Boah, läuft, ne? Montag. Normalerweise würde ich ihn jetzt im Papp sitzen. Mega. Also man muss ja jetzt einmal wirklich sagen, heute macht der Papp wieder auf. Nach dieser ganzen Corona-Scheiße macht heute endlich der Papp wieder auf. Ja, aber wir haben uns solidarisch dazu entschieden, dass wir noch immer und zu Hause bleiben. Ja, ja, also finde ich gut. Das Papp hat ja schon länger auf, das Quiz findet heute wieder statt. Ja, wir haben gesagt, das zählt doch. Ja, wir haben interessiert der Papp, wenn da kein Quiz ist. Ist es noch ein Papp, wenn dort kein Quiz mehr ist? So. Ja. Genau. Naja, ich bin froh, dass wir uns auf jeden Fall hier montags jetzt überfinden. Ich habe was anderes zu tun montags, das ist schön. Schön, schön. Hashtag Team Robert. Robert, letzte Woche, du warst so kurz davor, hier die goldene Dose mit nach Hause zu nehmen. Hast du dir den Drive behalten und hast gesagt, komm, heute hole ich mir die letzten 2 Punkte, die fehlen? Oder fuck auf Dirk und ich mache sie alle komplett platt? Oder wie siehst du das heute? Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Es ist mal wieder ein schwerer Rückschlag gewesen natürlich. Immer wenn ich knapp dran bin, gewinnst du. ja, ist ja so. Und ja, mal schauen. Ich bin heute Morgen um 5:30 Uhr aufgewacht. Ich hatte keine Ahnung, warum. Inzwischen
weiß ich es anscheinend. Ich bin top motiviert. Und ja, heute ist der Tag, Freunde. Heute ist der Run. Wie ist denn damit um, dass keiner deiner Gegner dich anschreibt und die ganze Zeit reinschreibt? Robert, als ob du heute gewinnst. War heute bin ich dran. Ach, Sebi. Wir können ja mal wahrscheinlich irgendwann zusammen unentschieden oder so. Wir können ja mal gleich den Chat fragen. Deswegen, der Chat Dirk, ist Partei, du hast ja schon Hallo gesagt, aber jetzt mal Wettkämpfer Dirk, ne? Dirkulis. Wie bist du vorbereitet? Bist du vorbereitet? Hast du noch Bock zu gewinnen? Sind dir neue Spiele eingefallen, die du vielleicht einsetzen könntest? Ja, doch. Ich habe in der Tat Spiele bis 2022 vorbereitet. Für alle ungeraden Sendungen, die so kommen, habe ich jetzt Spiele vorbereitet. Und also hast du auch die Schlag den Rab-Seite gefunden, ja? Ganz genau. Ich habe mir das Schlag den Rab-Brettspiel bestellt, alle beide, und das machen wir jetzt. Nee, ich habe heute ein Gefühl, einfach nur, weil der Bayer nicht da ist und da so ein anderer komischer Hampelmann jetzt da auf einmal sitzt, dass ich... Bin ich sehr gespannt, was du sagst. Ja, dass ich heute nicht gewinnen werde. Und jetzt weiß ich jetzt schon wieder, ich werde dann trotzdem gewinnen und dann heißt es wieder, oh, ja. Der Dirk schon wieder, der Streber. Hat er wieder mit seinem Ego. Ja, ich wieder mein Ego, genau. Aber wisst ihr was? Dann habt das halt so. Dann ist es halt eben so. Mein großes Ego ist. Aber mal ganz ehrlich. Man will doch auch nur gegen Leute gewinnen, die 100% geben, oder? Eben, das sehe ich mir. Gehe ich halt auch. Ganz genau. Ich will halt alles geben. Wenn ich dann verliere, ist okay. Mir ist das scheißegal. Ich gönne es jedem, fast jedem zu gewinnen. Und bin aber aufs Schlimmste vorbereitet, aber wir können uns ja nie darauf vorbereiten, das war ja das Ding. Aber interessanter Kommentar, wem gönnst du es denn am wenigsten? Heute? Ja. Dem Bayer. Gut. Moment. Wait. Viele denken sich vielleicht, dass der Bayer jetzt gerade fehlt, aber nein, der Bayer fehlt ja nicht. Der Bayer hat sich seinen Champion geholt, der Bayer kann selber nicht vor Ort sein, aber er hat in den Kammern gesucht nach dem besten Krieger. Und hat Mattes gefunden. Ich glaube, genau das hat der Bayer so gedacht, der Rollenspieler. Deswegen, ich glaube, der hat seinen Champion gefunden und hat sich gedacht, komm, verdoppeln wir mal die Zuschauerzahl und laden mal so einen Typen aus dem Fernsehen ein. Wer bist denn du? Naja, also verdoppelt, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Komm, ja, mal. Hallo, der Matthias, der Champion von Bayer. Ich spüre noch die Fesseln aus seinem Keller, wo er mich eigentlich festgekettet hat. Sub oder Dom? Aber er hat mich rausgelassen. Okay. Ich darf gerade die Wohnung hüten, weil er ja im Urlaub ist, deswegen. Aber ja. Gänse füttern. Matthias, du bist ja ein langjähriger Freund von uns allen. Von dem einen länger, von dem anderen weniger. Aber du kennst ja alle genauso gut eigentlich, wie sich die anderen auch kennen. Hoffentlich Du warst ja auch sehr schnell Teil von Isle of Lamp. Dementsprechend bist du ja kein Unbekannter für uns. Jetzt ist die Sache so, du könntest heute Abend gewinnen, ne? Du könntest natürlich heute Abend gewinnen und du bist ja einer, der einen strikten Arbeitsplan hat und dir muss bewusst sein, dass wenn du gewinnst, dass du natürlich nächste Woche Montag dann auch vorbereiten müsstest, ne? Ist dir das bewusst? Ich denke, ich bin der Champion von Bayer, das heißt, wenn ich gewinne, muss der Bayer machen. Wenn du gewinnst, nimmst du den Platz von Bayer ein. Weiß der Bayer das auch schon? So wie damals beim Quiz. Sorry. Nein, aber wir darf auch nicht vergessen, der Matthias ist natürlich bisher immer eigentlich der einzig wahre Moderator unseres Chats gewesen, der einigermaßen die Party am Laufen gehalten hat. Das ist auch einer meiner größten Supporter. Ja. Ja, und das knapp also 2 Meter. Und wenn ich jetzt mal so in den Chat gucke, muss ich sagen, da sind die Fronten klar geklärt. Also wenn jetzt niemand mehr was reintippt, würde ich ganz klar sagen, auf Platz 1 Team Robert, auf Platz 2 Matthias und auf Platz 3 mit ein bisschen Abstand, hallo Sebi. Also, teilweise aber zu Matthias gerade nicht aus Bayer geschrieben worden. Also insofern. Team Weltfrieden. Ja. Oh. Das war nicht mit Siri, Sebi, du bist raus. So. Ich habe verboten bekommen, mit Siri meine Sachen heute zu diktieren, weil das stören könnte. Liebe Mitspieler, wir wollen ja sicher gehen, dass der Sebi heute auch früh genug ins Bett kommt. Ja, deswegen fangen wir an. Würde ich gerne sagen, lass uns doch mal anfangen mit Spiel Nummer 1. Seid ihr bereit? Badam, bam, badam, bam. Für Spiel Nummer 1 werde ich meinen Bildschirm teilen müssen, wie so oft. Oh Gott. Das ist das erste Mal für mich. Ich habe Angst. Wie heißt das Spiel denn? Das Spiel heißt, wie heiß ich? Wookie. Ja. Matthias hat gewonnen, verdammt. Okay, zweites Spiel. Das hat ja noch ein paar mehr Vornamen, deswegen könnt ihr es ja benutzen. Ja, ihr müsst alle möglichen Schreibweisen rausfinden, mit denen man jemals Wookie genannt hat. Ah, die hässlichste war übrigens so. Die hässlichste war WUKI. Das fand ich ganz übel. Das war jetzt die erste, an die ich gedacht habe. WUKI? WUKI. Achso, da brauche ich aber einen anderen. Oh Gott.
Sag mir doch sowas vorher. Sag mir doch sowas vorher, Wookie. was nehmen wir denn? Zweimal da. Ich habe eine Dose gesehen. Warte. Oh mein Gott. Das macht er hier so on the fly und sagt mir nicht, dass er seinen Bildschirm teilen muss. Sekunde. Ich bastel kurz mal was rum hier. Hat er eigentlich gesagt? Nicht mit, ja, bah! Drei Sekunden davor jetzt gerade. Jetzt schreibt der Bayer, ich hätte es nicht sagen dürfen, der Bayer schreibt direkt Team Wookie mit I. Das gibt's doch nicht. Sieht doch schon scheiße aus. Sekunde, wo ist es denn hier? Was ist denn hier los? Haben wir noch ein Technische Probleme. Und sagt das nichts? So. Es ist alles hässlich, aber egal. On the fly. So. Jetzt immer ehrlich. Apple-Produkte oder was? Ja. So. Ihr seht euch noch selber? Was sehen wir? Ja, keine Ahnung. Irgendwas sehen wir. Hier, so, mach mal. On the fly. So. Kaum bin ich da, geht alles vor die Hunde. Warum bin ich denn jetzt? Achso, ich bin immer noch unten in der Ecke. Na gut, alles klar. Du wirst gleich überschattet und wie immer. Wir sehen gleich einfach nur den Screen. Also ich sehe mich übrigens dreimal gerade auf dem Bildschirm, das finde ich ein bisschen lustig. Ich fühle mich auch ein bisschen von Dirk bedrängt. Das ist schon so ein bisschen. Guck, jetzt ist der Robert da. Jetzt ist Yay, Doppel-Robert. Said no one ever. liebe Freunde, ihr braucht Stift und Papier, beziehungsweise Brettchen und Papier. Sehr gut. Ich werde euch jetzt nach und nach einige Bilder zeigen von Gegenständen, die im deutschen Duden und auch in irgendwelchen anderen auf Wikipedia-Seiten wunderbare Fachbegriffsbezeichnungen bekommen haben. Oh Gott. Und ich möchte von euch wissen, wie diese Dinger heißen. Es gibt wunderbare Beispiele. Ich denke, es werden einige auffallen. Es wird Sachen geben, die ihr kennt. Aber ich werde euch Gegenstände zeigen und ich möchte von euch ganz genau wissen, wie die denn in Wirklichkeit heißen. Ist die Rechtschreibung relevant? Die Rechtschreibung ist nicht relevant. Gut. Gott sei Dank. Kein Diktat. Nach dem Diktat habe ich das Thema aufgegeben. Allerdings oder keine Zeit heute. Erwarte ich von euch ein bisschen, dass ihr klar und deutlich mir verkaufen könnt, was ihr da hingeschrieben habt. Und wenn ihr, in etwa den Begriff richtig habt, werde ich auch wahrscheinlich halbe Punkte verteilen. Ne? Also ich werde nicht zu streng sein. Ihr werdet einfach sehen, wie das Spiel so ablaufen wird. Also, ich zeige euch ein Bild, ihr schreibt mir die richtige Bezeichnung auf des Gegenstandes, den ich möchte, und dafür kriegt ihr Punkte oder nicht. Seid ihr bereit? Hey. Ja. Dann starten wir jetzt mit Bild Nummer 1. Oh Gott, wie groß. Ich werde das mal ein bisschen runtertrimmen, damit ihr nehmt. Ah, okay, jetzt verstehe ich. So. Und im ersten Bild würde ich gerne wissen, wie nennt man dieses Nupsi da oben? Nupsi, hast du ja schon gesagt. Das sind alle Nupsi. Ich wusste das mal. Und ich war so blöd und habe es natürlich mit Bleistift aufgeschrieben, deswegen muss ich natürlich so. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Vorbei. Ihr sagt mir, wenn ihr es aufgeschrieben habt. Ich sehe, dass ihr gerade am Schreiben seid. Ja. Dementsprechend. Ich nicht. Matthias nicht mehr. Mir ist das Beste, was eingefallen. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht können wir auch wirklich Schönheitspunkte verteilen. Na, mal sehen. So, zeigt doch mal bitte alle hoch, was ihr aufgeschrieben habt. Kann man das lesen? Ich sehe, oh Gott, ich muss das, glaube ich, so. Ich sehe eine Dosenöffnungslasche, Dosenlascher, Strohhalmhalter, Getränkedosenöffner. So. Der Gegenstand, den ich gesucht habe, heißt laut Internet die Aufreißlasche. Also ich hatte schon mal Lasche drin, ne? Ja, ich auch. Da ich aber auch zweimal Lasche gelesen habe, kriegen Dirk und Sebi einen halben Punkt. Halbe Punkte. Da haben wir den halben Punkt, nämlich von dem ich gesprochen habe. Okay, super. So. Mehr wird es auch nicht mehr bei mir. Gegenstand Nummer 2. Die werden tatsächlich wieder Lasche hin. Für mich wurden die Bilder mit der Zeit leichter. Bild Nummer 2. Ah, oh, das weiß ich. Streber. Nein. Ich hab eine Eselsbrücke. Eselsbrücke heißt es, glaube ich. Ich kann sagen, das Ding heißt definitiv nicht Eselsbrücke. Nein, mein Penis nenne ich Eselsbrücke. So. Ja. Habt ihr alle. Nein. Sehr schön ist auch drauf rum, Codingsi. Das ist nicht. Was soll das denn sein? Ja, es sieht ja zumindest schon sehr gekaut aus. Wookie, darf ich einen Vorschlag schnell machen? Ja, bitte. Kannst du das Bild über
dein Fenster in Skype quasi schieben, also unten links, weil sonst dann sieht man mich nicht so oft. Ich sehe dich. Ach, also über dein Bild. Genau, so. Ja, genau so perfekt, weil dann sonst bin ich wirklich häufig zu sehen. Guck mal, ja, sieh ja doch. Learning by doing. Pass mal zu tun. So, aber jetzt möchte ich bitte. Habt ihr alles aufgeschrieben, Leute? Ja, bin mir nicht ganz sicher. So. Dann zeigt doch mal bitte eure Wörter hoch. Ich sehe eine Radiergummiklemme, einen Gummihalter, ein Radiergummiverbindung, eine Radiergummiverbindungsklemme. Ach, interessant. Und beim Dirk eine Ferrule. Irgendwie sowas. Was? Es heißt tatsächlich Ferrule. Ah! Oder Ferrule. Ferrule 2R, 1L. Dementsprechend 1 Punkt für Dirk. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was denn diese Eselsbrücke war, lieber Dirk. Nein, ich habe das mal irgendwann für ein Quiz, glaube ich, oder so gemerkt. Und ich habe mir das gemerkt, ich glaube, mit Hyrule oder sowas war es halt. Also hier mit Link oder sowas. Weil Link, das verbindet den Radiergummi mit dem Bleistift, bla bla bla. Naja. Kann man den Dirk rausschmeißen? Der weiß Das ist leider sein Kanal hier. Ja. Ich habe einen eigenen Kanal. Nummer. Mit Blackjack und Nutten. Ich einen eigenen Kanal. Ihr habt keinen Kanal. So. Wie was? Wir haben zwei Brillenträger unter uns. Die sollten doch wissen, wie diese beiden. Die ja, meine Brille hat das nicht. Ach, die Dinger. Ja, meine Brille hat das nicht. Ich muss näher rangehen, ich sehe das sehr klein nur. Diese zwei durchsichtigen Nöpsis, die sich auf deinen Nasenrücken legen. Ja. Oh. Und da ich den Twitch-Kanal aufhabe, sehe ich, dass du es eigentlich groß sehen könntest. Ja, ich habe es ja nicht in Twitch, ich habe es ja in OBS, das ist noch ein bisschen kleiner, deswegen. Hey, ja, ich bin ja mit anderthalb Punkten, Leute. Und ihr ärgert ihn nicht, weil er führt momentan, obwohl er so einen kleinen Bildschirm hat. Ich dachte gerade, deswegen muss man... Werde ich jetzt hier wegen meinem kleinen... Die Kleinen sind beruflich meistens erfolgreicher, so ist das, ja. Damit so, ich sehe, dass ihr alle so einigermaßen aufgeschrieben habt. Ich mache dem Dirk ein bisschen mehr Stress, deswegen würde ich in 3, 2, 1 sehen, was ihr da aufgeschrieben habt. Nasenflügel, Brille Aufliegedämpfer. Nehmt ihr das Spiel eigentlich ernst, Leute? Stege. Was ich tatsächlich suche, sind Stegplättchen. Ah, fuck. Okay. Na, okay, ist okay. Das erste Spiel gibt nur einen Punkt, ne? So war das. Und was ich auf jeden Fall gesucht habe, war das Wort Plättchen zumindest, weil Nasenbügel auch nicht schlecht, Nasenflügel auch nicht schlecht, aber das ist eigentlich eher das, worauf die Dinger liegen. Brillenaufliegedämpfer. Ich meine, das ist doch wohl eindeutig. Und Stege. Du hast ja das gesucht, worauf die Brillen liegen. Viel logischer als Plättchen. Stege, Stege und Stegplättchen. Nasenflügelstoßdämpfer zum Beispiel auch, ne? Darf ich nochmal Stege ins Spiel bringen? Ja, aber Stegplättchen, die Plättchen. Aber das liegt gar nicht auf den Nasenflügeln, liegt ja auf dem Rücken. Klugscheißer mag keiner gern. Ja, die Bildnummer. Ja, eben. Wie heißt denn dieses wunderbare Gerät? Was denn jetzt? Genau also das ganze jetzt? Ding oder nur das Verbindungsteil der Kette? Das ist doch ein schöner Kreis gemacht um das Ding. Ja, ja also nur diese Schraube, ja? Ja, nein, wie heißt dieses... Kevin, wie heißt wie heißt der Gerät? Der ganze Gerät, ja. Der ganze Gerät. Ja, das heißt... Ah, okay. Oh Mann, ich weiß, das Ding ist, also ich kann nur ein bisschen zur Erklärung sagen. Ich hatte das mal als Idee für ein Quiz, also Bilderrunde im Pub, aber. Ja. Gut, dass du es nicht genutzt hast. Oder du hast es dir nicht gemerkt. Ja, nur so halb immer. Ich habe so gefährliches Halbwissen dazu. So wie bei Stegplättchen. Ich bin froh, dass wir diese Runde schon hinter uns haben, ne? Vielleicht, das ist schon gut. Ja, schön, ja. Wookie fängt ja immer mit dem Spiel an, wo er sich am unsichersten fühlt. Und danach geht's weiter. Warte kurz. Danach kommen sieben Runden Filmquiz. Schiffe versenken. Genau. So, ich würde jetzt mal gerne sehen, was sind eure Antworten? Ja, 3, 2, 1, zeigen. Ja, keine Ahnung. Muss ich hingucken? Die Zeit war zu knapp. EKW-Pfandsicherung. Einkaufswagen, Pfandsicherung, okay. Einkaufswagen, Geldstück, Pfand-Ding. Jetzt seid es ausgegangen. Okay, also ich sehe auf jeden Fall die Pfandsicherung, Einkaufswagen Pfandsicherung. Einen halben Punkt muss ich Dirk geben, denn das gesuchte Wort ist Pfandschloss. So einfach. Schließe. Wie komme ich denn auf Schließe? Jungs, zeigt nochmal bitte hoch, was habt ihr nochmal aufgeschrieben gehabt? Ich habe es schon wieder gelöscht. Ich hatte Schiplette. Schiplette heißt das Ding, was man da reintut, um das reinzutun. Sind, ne? sind das nicht die billigen Pringles? Leider. Das sind Chipsletten. Ja, das ist kein Punkt dafür. Ich muss dir im Gegensatz zu Chips Litauen.
Ich kann dir leider keinen halben Punkt geben, Matthias, weil du das Ding geschrieben. Sebi kriegt auch einen halben Punkt. Ich hab, was? Hätte ich das Ding weggelassen, hätte ich einen halben Punkt gekriegt, oder was? Ja, weil genau. damit hast du es negiert. Damit hast du es was hier, weißt du? Das ist aber alles sehr subjektiv hier, habe ich den Eindruck. Hättest du das wieder weggelassen? Fängt das schon wieder an. Ne? Wir sind wieder zurück bei Spiel, bei Abend Nummer 1. Heute wird alles subjektiv benotet. Ey, Abend Nummer 1 war der Startschuss einer wunderbaren Feindschaft. Ja? Wir gehen zum nächsten Bild. Ich glaube, es sind noch einige Bilder, die ihr kennt. Wer ist denn dieses Kackteil da oben? Die meisten nutzen das, um ihre Uhr zu stellen, aber eigentlich auch nur, um an irgendwas zu fummeln. Fertig. Da habe ich keine Ahnung. Ach, hast du darüber noch kein Quiz gemacht? Vielleicht denke ich, das ist zu simpel, aber. Was habe ich? Hast du darüber noch kein Quiz gemacht? Doch, aber hast du schon wieder vergessen. Dieses scheiß Quiz, da war ich seit 5 Jahren. Ich brauche die Ideen, Leute. Ich glaube, ihr habt alle was aufgeschrieben. Sagt mir mal an, wie heißt denn dieses Nupsi da? Uhrmanschette. Uhrmanschette, ich sehe Aufzieher und ich sehe zweimal das richtige Wort und zwar Krone. Ein Punkt für Sebi und ein Punkt für Matthias. Und deshalb ist das damit, oben. Ich danke damit Apple, weil ich weiß nur, dass das hier eine Digital Crown ist. Und deswegen wusste ich, dass es eine Digital Crown ist. Digital Crown. Dann springen wir doch direkt mal weiter zum nächsten Bild, weil es wird sonst zu spät. Wie ist denn eigentlich diese? Wie nennt man eigentlich Tasten in einem Aufzug? Taste. Die haben tatsächlich einen Fachbegriff. Ach ja. Okay. Keine Chance. Habt ihr keine Chance. Das sehen wir gleich. Ich baue ja auf Kreativpunkte. Aber die gibt's ich auch. Wenn sie richtig subjektiv gut sind, wie gesagt, diese Runde bin ich ein bisschen subjektiv. Mir fehlt ja diese Runde. mir fehlt noch der Abschluss. Der Abschluss? Ding. Nee. Oder Bums. Ja, noch 30 Sekunden. 3. Ja, dann machen wir es kurz. 1. Zeig doch mal her! Ich hätte Schalter nehmen sollen. Okay, jetzt sehen wir dich dann gleich. Etagenwunschdiktat. Etagenwunschindikator. Ich hab das Diktator gelesen. Ich auch. Druckeingabegerät und Etagenwahlinterface. Ja, 0 Punkte reihum. Das verdammte Ding heißt nämlich Anholer. Oh, ja, stimmt. Habe ich sogar schon mal gehört. Aber ist der Anholer nicht eher der Knopf, der draußen ist, mit dem man den Fahrstuhl zu sich holt? Nicht laut der Seite, wo ich diese Bilder her habe. Anholer.de. So. Ja. Der Bucke hat auch einen Anholer-Parkschein. Anholer-Parkschein. Anholen nachts. Das ist easy. Ah, das wusste ich. Der Klassiker, Leute. Wie heißt dieses Ding? Fertig, erster. 1:11. Okay, Dirk ist fertig, kann jemand wischen? Ja, bitte. Mama. Ah. Ibapfui. Wookie hat gerade den Kopf gegen das Mikro gehauen. Ich wusste das mal. Dann gibt es ja wieder so einen Fachbegriff. 3, 2, 1. Dann zeig mal her. Warentrennlatte. Ja. Wunderbar. Das Ding heißt tatsächlich Warentrenner und deswegen kriegen Sebi, Robert und Dirk einen Punkt und Matthias hat Warentrenner mit drin gehabt, aber da die anderen drei das auch einfach eindeutig hatten, kriegst du einen halben. Bastian, aber ich hab Latte. Das ist auch. Das ist in deinem noch verbessert. Das ist in deinem Alter auch nicht mehr so ganz normal. Halber Kreativpunkt. Du kriegst einen halben Punkt. Du hast Warentrenner drin gehabt, aber ich muss da genau sein, weil die anderen Jungs haben es halt perfekt erraten, ne? Deswegen, schneller Sprung zum nächsten. Ja, Green Grumpy habe ich auch überlegt aufzuschreiben. Wollte aber einen Punkt dann. Kommt da was Neues? Wie heißen eigentlich diese Dinger da? Oh, die Platte. Shit. F und J. Die haben doch. Oh. Ach, das sind ja so Informatikerfragen, das weiß doch keiner. Das wissen wir nicht. Machst du nicht auch was mit dem Internet? Ja, aber das hat doch nichts mit Informatik zu tun. Das haben wir in Programmieren 101 gelernt. Für jemanden, der auf seiner Zugfahrt von Köln nach Hamburg sicherlich mit einem Notebook irgendwelche Spiele spielt. Klischee. Match the Switch, okay. So. 3,
2, Two-Face. 1. Zeig mal her. Scheiße, Sebi, was stimmt jetzt? Was hast du denn? Orientierungstasten. Verdammt, jetzt bin ich raus. Okay, der Fachbegriff, den ich rausfinden konnte, lautet Fühlpunkte. Totaler Bullshit. Aber man kennt sie auch als haptische Orientierungstasten. Moment, ich habe Orientierung drinstehen. Ich habe Orientierungstasten drinstehen. Deswegen. Ich habe auch Orientierung drinstehen. Whiteboard-Schiebung. Whiteboard. Dirk, ja? Dirk, würdest du behaupten, dass deine Antwort nah genug an der von Sebi ist, beziehungsweise Sebi nah genug an deiner, dass ihr beide einen halben Punkt kriegt? Klar. Ja. Wieso kriegen wir da beide einen halben Punkt? Was ist denn das für eine Schiebung? Aber ja, klar, Sebi und ich halber Punkt. Fühlpunkte sind. Ja, aber sag doch bitte nicht die Kandidaten, ob die Punkte kriegen sollen. Nee, ist okay. Sebi und ich halber Punkt. Nehmen wir. Yeah. Team Dirk. Team Sebi. Team Robert. Wow. Ja, Robert, du warst leider viel zu weit weg davon. Aber was? Vielleicht ja damit. Die Endung stimmte. Wer ist denn das Ding hier? Wie viele kommen denn da noch? Mama, schreib mir schnell. Der Matthias muss, der hat nämlich nicht so lange Zeit, der ist gleich auf Sendung. Es sind noch zwei Bilder. Gar keine Lust mehr. Es sind noch zwei nachdem hier. Aber das ist ja klar. Aber wenn es etwas gibt, das mehr nach dem Wort Nupsi schreit, dann Ich möchte mal sagen, das ist unfair, weil wir wissen alle, dass einer von uns Mitspielern schon mal selbst Schmuck gemacht hat in den letzten 2 Jahren und sich deswegen wahrscheinlich sehr gut damit auskennt. Ja, ich habe diesen Ring hier selber gemacht, darum kenne ich mich gar nicht. Ja, aber Sebis Ohrlöcher sind noch schon lange zugewachsen. Ich hatte mal einen Ohrring, aber da ist echt nichts mehr. Hat sich entzündet, war nichts. So, was keine Reaktion. Ich habe dir nicht zugehört. Was? Wie heißt denn dieses Kackding? So. Achso, was? Ich sehe Ohrstickklemme, Ohrenpitcher, Ohrsteckverschluss und ich sehe Muttern. Ja. Muttern. Was soll ich mehr sagen? Aber die Dinge heißen tatsächlich Ohrstecker, Muttern. Ha. Ich habe Ohrstecker stehen. Ich habe Muttern. Das hat Ohrstecker heißt, weißt du? Ich habe Ohren. Das ist ja wohl logisch, dass das was mit Ohrstecker zu tun hat, weil das sind Ohrstecker, aber das Ding da hinten dran. Richtig. Ja, das ist ja wohl eindeutig das gesuchte. Doch sicher, dass es was mit Mutter zu tun hat, weil du was reinsteckst. So, kommen wir zum. Was hast du für eine Familie? Jesus, wo bin ich da noch reingeraten? Wie heißt denn das eigentlich, das Dingens da? Das Mädchen? Das Oberlippe? Dingens, ja. Oberlippe, Gesicht. Das ist die eine Stelle, die man. Der fehlende Schnauzbart, sein muss, wenn man ich hab das so gar nicht. Das gab's damals noch nicht, Robert. Das war uns allen verdeckt. Das kam erst später mit dem neuen Update. Jungs, mach mal hin. Das Menschen, ja, ist egal, ich hab sowieso verloren. Matthias, wir spielen das, nicht nur ein Spiel, wir machen 80 Spiele. Du hast noch ja, deswegen muss ich mich bei dieser Runde nicht mehr anstrengen. Anstrengen. Das ist definitiv falsch, was ich hier stehen habe. 3. Ja, meins auch. 2. Aber vielleicht nicht. 1. Wie heißt das Ding? Lambia? Ist das nicht ein Auto? Weiß ich nicht. Lambia ist doch der Typ, der bei Let's Dance ist. Das heißt Lambi. Septum-Ablage, finde ich auch nicht schlecht. Und oder? Die Scharte. Ja, was was ich gesucht habe, ist das Wort Filtrum. Aha. Natürlich. Also leider nicht. Ist das kommen nicht wir zum ist das eine Nordseeinsel? Also wenn ein halber Punkt. Nee, sag ich nicht. So. Kommen wir jetzt zum letzten Bild. Jungs, ach, war noch eins, okay. Schon wieder, was ist doch so eins. Wir haben gesagt, es waren noch 3 Bilder. Letztes Bild, und zwar jetzt. Besser ich das da. Löffel. Löffel. Teelöffel. Das ist doch kein Teelöffel. Ist das die Rückseite? Das ist ein Teelöffel. Das ist Stille. Okay. Das ist die. Mag die Doppeldeutigkeit von meinem. Wenn jetzt Penis steht, feier ich dich ein bisschen. Warte mal, ich hab noch gar nichts. Warte. Ja, ey, du hast genug ja, jetzt Zeit, aber schnell. Bei mir ja, hab ich raus, einen Freund, weil ja, ich hab was. So, hier, ich hab was. Glück ist raus. Eins. Ist er raus. Wenn also das Ding Kelle, steht, ne? Kelle, wir haben Schöpfer. Und beim Dirk? Lauf.
arme Loff. Das ist ja ein Löffel, also ist das ja. Das Loff. Tatsächlich, keine Punkte für euch. Das gesuchte Wort ist die Laffe. Was? Der Laffe, ich habe keine Ahnung. Welches. Das ist aber laffhaft. Ey, weißt du, ich hatte der erste hat noch ein A vorher stehen. Dann wäre es Laff gewesen. Okay. Okay. Ich werde mal das Teil des Bildschirms, Dirk. Ja, wir kommen zu den Ergebnissen der ersten Runde. Ich gehe mal wieder zurück in den großen Screen. Screen. Wo sind wir denn hier? Lampaloosa. Ich sehe euch immer alle noch. Wir haben ein ganz klares Ergebnis. Und Matthias, hast du Spaß? Wahnsinnig. So geht uns das erzählen. Hört mir zu. hört mir zu, sonst sind wir heute bis 11 hier. Ja, ich habe auch. Wir haben die Punkte. Sebi hat 3,5 Punkte gemacht, Robert hat 1 Punkt gemacht, Dirk hat 4 Punkte gemacht, Matthias hat 1,5 gemacht. Dementsprechend 3 Punkte für Dirk, 2 Punkte für Sebi und 1 Punkt für Matthias. Nice. Alle mal Team Robert. Einmal eben klatschen. Und ich mache halt mal einfach 0 Punkte durchgehend. Haben wir auch noch nicht. Mach doch mal was anderes. Kommen wir zu Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 2 hört auf den wunderschönen Namen Top 10. Es ist eine kleine Abwandlung zu einem Spiel, das wir schon mal gespielt haben. Und zwar, ihr braucht gar nichts haben, ihr müsst es mir nur reihum sagen. 5. Ich habe vor mir 2, also insgesamt tatsächlich 4 Top 10 Listen mit bestimmten Titeln. Okay. Und ihr sollt mir reihum sagen, was auf dieser Top 10 Liste drauf ist. Der Trick dabei, wie ihr Punkte macht, ist, ihr kriegt für die Positionierung die Punktzahl. Wenn ihr mir also die Top-Person oder den Top-Gegenstand nennt, kriegt ihr 1 Punkt. Wenn ihr mir den 10 Platzierten nennt, kriegt ihr 10 Punkte. Oh, wow. Okay. Ihr könnt. Ja. Und clever. Zwar spielen wir das so, wir werden das ein bisschen schnell spielen. Und ihr dürft pro Runde zweimal falsch liegen. Wenn ihr zweimal was Falsches gesagt habt oder die Liste ist voll abgearbeitet, dann ist diese Top 10 durch. Habt ihr das verstanden? Ja, wie lange haben wir Gedenkzeit? Popcorn hat gar nichts. 10 Sekunden, Sebi, mehr nicht. Der kann hat nicht gar nichts. Aber ihr habt ja auch genug Bedenkzeit, während die anderen dran sind. Okay. So, wir werden das, wie gesagt, machen. Wir haben 4 Top 10 Listen. Wir machen das so, wir fangen diese Runde bei Robert an, danach fängt Matthias an, danach fängt Dirk an und am Ende fängt Sebi nochmal an. Habt ihr es verstanden? Ja. Nee. Ja. Super. Ihr habt doch die Punkte verstanden, ja? Ja, ja. Du sehr zählst schön. Zusammen und am Ende sagst, wer gewonnen hat. Ganz genau. So habe ich es auch verstanden. Also. Subjektiv. Total subjektiv. Nein, ihr sagt mir, wie gesagt, ich habe eine Top 10 vor Augen. Wenn ihr eine Person oder den Gegenstand nennt, der in dieser Top 10 aufkommt, kriegt ihr die Punkte, wie die Platzierung ist. Yes. Okay. Das heißt, erster Platz gibt am wenigsten Punkte, 10. Platz gibt am meisten Punkte. Das heißt, der erste Platz gibt aber. Frag nicht so viel. Nein, willst du raten? Sehr gut. 9, genau. Die erste Top 10 Liste ist definitiv auch die schwerste. Ich würde euch von euch gerne wissen, wer sind denn die Top 10 reichsten Leute der Welt? Robert fängt an. Ich bin's doch gar nicht. Na gut, da muss man jetzt irgendwas nehmen, was man kennt. Ne? Aber machen wir mal Bill Gates. Bill Gates ist auf der Liste und zwar auf Platz 2. Damit kriegt Robert schon mal 2 Punkte. Der ist schon mal sicher. Die sind schon mal sicher. Matthias. Der erste, der mir einfällt, das gibt wahrscheinlich nur einen Punkt, aber Jeff Bezos. Scheiße. Jeff Bezos mit 145 Milliarden auf meiner Liste auf Platz 1. Ein Punkt. Matthias. Wer ist denn dran? Dirk. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Platz 4 mit 78 Milliarden. Welche Plätze haben Platz wir jetzt weg? 3 ist dann Elon Musk. Elon Musk. Tatsächlich nicht auf meiner Liste, Sebi. Ja, weil er so viel Geld für Raumschiffe ausgibt. Eben. Erster Fehlschlag. Robert. Wie heißt dieser Formel 1-Fuzzi? Bernie Ecclestone. Leider auch nicht auf der Liste. Erster Fehlschlag für Robert. Matthias. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ist schon reich, aber sie ist definitiv nicht unter den Top 10 der reichsten Menschen. Sie ist nicht weiße Männer reich. Okay, fair enough. Ach Gott. Dirk. Ja. Uh,
Ich sag mal. Ja, keine Ahnung. Schneller bitte. David Letterman. David Letterman. Definitiv nicht auf der Liste. Muss man den Namen wissen, oder kann man auch einfach sagen, hier dieser eine Typ? Nee, hier dieser eine Typ wäre ein bisschen schwer. Ihr habt jetzt alle einen Streich weg. Einmal könnt ihr noch. Also wenn ihr jetzt raus, wenn ihr jetzt nochmal was Falsches sagt, fliegt ihr aus der Runde raus. Sebi. Mhm. Das heißt aber, ich habe ja auch gerade die meisten Punkte, ne? Weil ich die vier habe. Ebenfalls hier ein bisschen mehr Tempo, bitte. Michael Jordan. Leider auch nicht auf der Liste, damit bist du für diese Top 10 raus, Sebi. Robert? Dietmar Hopp. Ebenfalls nicht, ebenfalls raus. Mathis? Rockefeller. Rockefeller. Tot. Tatsächlich auch nicht auf der Liste. Ja, Dirk, bestimmt auch willst du nochmal einen Punkt holen? Muss ich mir gerade fragen, muss ich den kompletten Namen, kompletten Namen sagen oder reicht auch der Nachname, weil ich beim Vornamen nicht sicher bin? Oh, nee, ich will den Namen haben, die ganzen. Unter oder irgendwie Zweitname oder so, ist mir egal, aber versuch's. Okay, dann sage ich Nachname Walton, aber der Vorname. Ich weiß nicht, ob die Walton? Alle dritten. Ja, nicht. Ja, wer von den Vieren? Ah, danke. Nein, das Dalton. Waren die Daltons, genau. Nee, Walton. Ich Avery. Ich sage so, James Walton, keine Ahnung, ich komme nicht kann drauf. Kann ich dir leider sagen, kein Walton auf der Liste. Wer gefehlt hat, der Sanders ist drauf, oder? Bernard Arnault. Oh, Arnault! Der, ist, ja, der Franzose. Von zum Beispiel Louis Vuitton und Sephora. Ja, dann hätten wir noch Warren Buffett gehabt, natürlich. Larry Ellison, der Co-Founder von Oracle, die ja dann ja auch relativ viel Java gekauft haben. Steve Ballmer, former CEO von Microsoft. Larry Page. Armancio Ortega, das ist der Chef von Zara, und Sergey Brin. Ebenfalls. Macht uns das zu besseren Menschen, dass wir die Namen nicht kennen. Ey, aber, okay, egal. Ja. Egal. Was denn? Was willst du wissen? Ich hätte schwören können, dass letztens irgendwo stand, dass mindestens einer von den 15 Waltons, die da irgendwie drin sind. Ich habe mich tatsächlich, google mal nach den Westen. Der Quizmaster hat immer recht. Das ist okay, ist okay. Ich sag ja nur, recht heute. Mich wundert es ja heute nur. Mich wundert es ja nur gerade selber. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, also jetzt wieder nächste Runde. Zack, ihr habt wieder zwei Versuche. Also, beim zweiten seid ihr raus. Beim zweiten Fehlschlag seid ihr raus. Ich würde von euch gerne wissen, was sind denn eigentlich die Top 10 Cartoon Shows of all time, und zwar gerankt auf Ranker. Also damit ihr auch direkt wisst, von wo diese Statistik kommt, damit ich nicht am Ende ein Video bekomme, Rezo zerstört Isle of Lamp. Sind da Animes bei? Fängt Matthias an. Sind da Animes bei? Die Top 10 Cartoon Shows of all time. Boah. Also alles gezeichnete, ja? Jetzt nicht. Also wirklich Cartoon Shows, kann ich so sagen. Dann sage ich Dragon Ball Z. Nein. Was? Dann weiß ich, da bin ich raus. wenn da nicht mal das da drin ist. Okay, ich jetzt? Ja. Simpsons. Ebenfalls nicht in den Top 10. Was? Was? What? Ich habe das nicht, ich habe die Statistik nicht gemacht, Leute. Sebi. Erfolgreich nach was? Nach Ranker. Also User. Ja, also Beliebtheit, ja. Von Usergruppen gerankte Top 10 Cartoon Shows aller Zeiten. Vielleicht. Keine Filme, nur South Park. Ebenfalls nicht. South Park ist doch, glaube ich, keine Cartoon Show. Natürlich. Was? Ich würde South Park nicht als Cartoon bezeichnen. Animation ja, aber nicht Cartoon. Das ist ja schließlich Stop Motion. Egal. War es mal. Interessant. Robert. Rick and Morty. Nee. Rick and Morty. Wenn das jetzt drin ist, stehe ich auf dem G. Ebenfalls nicht. Na, alle einstreichen. Das wäre jetzt sehr peinlich gewesen. Top 10 Cartoon Shows of all time, Leute. Also das. Ja, Simpsons. Also, aber war ja nicht. Werdet ihr euch auf jeden Fall. Selbst okay, Simpsons okay. So lange. Okay. Matthias ist dran. Matthias. Okay. Verstehe. Kann ich wieder dran sein? Dexter's Laboratory. Nicht schlecht. Aber auch nicht drin. Aber auch nicht dabei. Dirk. Tom und Jerry. Ich werde euch ja gleich vor. Tom und Jerry auf Platz 2. Yay. What? Okay. Das ist, wow. Okay. Das ist das Wunderbare. Ich habe diese Statistik nicht gemacht. Ja, aber dann sagt doch, was für Cartoons gesucht werden. Da die ja als Animes nicht dabei sind. Ich habe nicht Anime gesagt, ich habe Cartoon gesagt. Anime ist in sich selber. Ja, deswegen frage ich ja, wie genau das differenziert wird da. Ach, schön, dass ich die Regel frage. Ich bin dran, Sebi. Fred Feuerstein. Das
heißt doch nicht so. Fred Feuerstein, beziehungsweise Flintstones. Fred Flintstone, genau. Die Flintstones. Flintstones auf Platz 4. 4 Punkte für Sebi. Team Robert, was sagst du? Boah, die Peanuts. Oh ja, guter Tipp. Peanuts. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir auf der richtigen Schiene. Langsam seid ihr auf. Hat's aber nicht. Ja, jetzt, wo ich raus bin, ne? Ist klar. Ja. Aber ja, Dirk und Sebi sind noch im Rennen. Dirk. Ja, schön, mach das doch. Looney Tunes. Die Looney Tunes. Wenn das jetzt zählt, weil ich hatte so alle einzeln auf dem Schirm. Die weißt? Looney Tunes sind tatsächlich als eigene Show auf Platz 1. Ja, toll. Dann ist schon mal alles andere dann draußen. Dann hat Sebi insgesamt mit einer Antwort mehr Punkte als ich mit zwei. Sebi. Die Jetsons. Die Jetsons. Das, jetzt hagelt es Punkte, denn die Jetsons sind auf Platz 6. 6 Punkte für Sebi. Darf ich weitermachen? Dirk ist dran. Scooby-Doo. 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 Where are you? Where are you? Platz 3. Geil, ich habe die Top 3 also schon mal zusammen. Sebi. Betty Boop. Betty Boop? Ja. Leider nicht reingeschafft, tut mir leid. Na, jetzt hätte ich wieder noch einen. So, Dirk, du bist der Letzte, du darfst noch einmal. DuckTales. Sind keine Cartoons, dann anscheinend. Du bist ein DuckTales, ein Cartoon. Absolut. DuckTales sind auf Platz 5. Yes! Sehr cool. Ich verstehe das. Ey, also, ey. Was okay. Verstehst du nicht? Ich verstehe dieses Ranking nicht ganz, aber egal. Ey, ja, das ist einfach ein User-Ranking. Ja, ne? Vielleicht siehst du das nächste Ranking ein bisschen besser verstehen. Ach, denn, Dirk ist doch noch dran. Er kann doch noch mehr verstehen. Ja, wir haben ja noch was über. Dirk, los, mach weiter. Er hat ja auch, er darf auch noch einmal falsch liegen, dann ist er raus. Ach so. Was weiß ich? Oh Gott, ist auch was gab's denn da noch? Zeichentrickserie. Powerpuff Girls, keine Ahnung. Leider nicht. Ja. Was noch gefehlt hätte von die Jetsons 10 wären Wile E. Coyote und der Roadrunner, die Teenage Mutant Ninja Turtles, Chip und Chap und die Tiny Toons. Echt? Chip und Chap? Chip und Chap hatte ich die Tiny Toons? Ja, kann man schon mal sagen, dass Chip und Chap und Coyote, das sind Looney Tunes. Chip und Chap nicht. Chip und Chap nicht, nein. Tiny Toons, ja. Es gab die Looney Tunes Show. Also eine Sendung, die Looney Tunes hieß, und es gab auch einzelne Sendungen, deswegen. Okay. So, kommen wir zur vorletzten Top-Liste. Jetzt mal eine Liste, die vielleicht dann einem gewissen Herrn ein bisschen besser liegt. Und dann wird er weniger motzen. Top 10 denn das ist eine Statistik. Und zwar habe ich vor mir die Top 10 der besten Filme gerated auf IMDb. Und Dirk darf anfangen. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption ist auf Platz 1. Ich will die schlechter machen. Sebi, was glaubst Schindlers du? Liste. Schindlers Liste. Und damit holt sich Sebi 7 Punkte. Das ist so paradox, dass man sich über die Top-Antwort gar nicht freuen kann eigentlich. Robert. Oh, Titanic. Oh, süß. Leider. Erster Strike für dich. Matthias. Der Pate. Der Pate? Ja. Kein Punkt für dich. Der Pate hat es nicht in die Top 10 geschafft. Okay, ich weiß es. Ich weiß, ich hab's nicht übersehen. Zwei Punkte für dich. Der ist sogar dran. Ach, verdammt. Aber gut, trotzdem. Ich hab's gesehen. Darf ich weitermachen? Ja, sag's nicht, Dirk, das ist mein anderer. Scheiße. Der Pate 2. Ja, richtig. Electric Boogaloo. 4 Punkte. Ja, ich dachte, der wäre höher gerankt, deswegen habe ich... Ich dachte auch, der zweite ist doch besser als der erste eigentlich. Ich habe auch den zweiten viel besser empfunden, ja. Ich fand den ersten besser, aber ich dachte, das Ranking war andersrum. Forrest Gump. Guter Film. Schlechte Wahl. Keine Ahnung. Robert. Ich bin ja alt, Casablanca. Es gibt noch alles so random. Ey, write that cliché. Aber... Casablanca ist leider auch nicht drin. Damit bist du raus für diese Top 10. Matthias. Spiel 2, immer ein Genuss. Pulp Fiction. Pulp Fiction, 6 Punkte für Matthias. Alter. Dirk. Herr der Ringe 1, also Gefährten.
Leider, nein, leider gar nicht. Ach, echt nicht? Sebi, ab jetzt. Reservoir Dogs. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, aber leider nicht allgemein. Und damit bist du für diese Top 10 auch raus. Damit haben wir noch Matthias, der 2 Versuche hat, und Dirk. Wow. Also der noch einen Versuch hat, und Dirk hat, ist Dirk schwimmt, Matthias. Dann versuche ich es mal mit Rückkehr des Königs, Herr der Ringe. The Lord of the Rings Return of the King gibt 5 Punkte. Yes. Ich meine, gegen Mattes in der Filmkategorie zu gewinnen, ist eh utopisch. Von daher. Ich will ihn auch ein bisschen willkommen heißen. Laut IMDb sagst du, ne? Laut IMDb. Dark Knight. Batman, The Dark Knight. Gib dir 3 Punkte. Nur The Dark Knight, aber ja. Gib dir 3 Punkte. Cool, okay. Welche Matthias sind noch da? Mir fehlen noch Platz 8, 9 und 10. Davon kann ich sagen, alles 3 gute Filme. Echt? Surprise. Traumschiff Surprise. Also schon mal kein Star Wars. Jetzt mal ein bisschen flottiger runter. Empire Strikes Back, ja, doch. Leider nicht geschafft in die Top 10. Schade. Dirk, ich du schwimmst, noch... Matthias auch. Yalla. Ich sage 1. 12 Years a Slave, keine Ahnung. Ah, nee. Damit ich hab noch einen. Top 10. Matthias, ja, du schwimmst. Baller. Immer Baller. Kill Bill. Welcher Teil? 1. Jetzt fragst du auch noch nach. Hat's nicht geschafft. Schade. Kill Bill 2 aber auch nicht. So, okay. Ich wollte nur wissen, welcher besser findet. Nee, die 3 Filme, die euch gefehlt haben, waren 12 Angry Men, Inception und Fight Club. Und die Verurteilten The Shawshank Redemption. Der wird als All-Time-besten Film gezeichnet. Ja, gut. Ach, das hat er schon gesagt. Ne? Den hatte ich ja. So, ja, kommen wir zur letzten Top 10. Und ich hoffe, dass hier der ein oder andere noch mal ein bisschen richtig schön von hinten aufholen kann. Deswegen würde ich gerne von euch wissen, was sind denn currently die Top 10 Best Female Singers? Was war das? Singles oder Singers? Singers, also Sängerin. Gerankt Singers. Nach was? Wonach gerankt? Genau. Wieder mal ranked Beliebtheit. Ranked durch Ranker, also nach Beliebtheit der User. Gott, oh Gott. Sebi darf anfangen. Ariana Grande. Ariana Grande macht dem Sebi 4 Punkte. Cool. So. Robert? Taylor Swift. Taylor Swift ist leider nicht in den Top 10. What? Okay, dann ändere ich meinen Tipp nochmal. Matthias. Dann werden jetzt alle Swifties durchdrehen. Dann sage ich Beyoncé Swifties. Norris. Fuck you. Das wollte ich nicht. Ja. Beyoncé ist auf Platz 6. 6 Punkte für Matthias. Dirk. Pink. Pink. 8 Punkte. Wow. I know my girls. Lady Sebi. Gaga. Lady Gaga. Sebi geht safe. Sebi holt sich 2 Punkte. Ja, ja, okay. 2 habe ich noch. Robert. Britney Spears. Was ist denn? Es ist echt hart, keine Witze über das Alter zu machen. Da war doch mal diese Sängerin. Britney Spears ist leider nicht mehr so im Bilde. Aber also die ist nicht mehr so cool. Leider nicht. Tut mir leid, Robert. War sie nie, aber okay. Hey, du bist meine erste Single. Du bist ersoffen. Matthias. Billie Eilish. Billie Eilish wird nicht als eine der besten Sängerinnen currently bezeichnet. Zu alt. Weil sie nicht singen. Die Liste ist zu alt. Ja, Autotune ist raus. Weißt du, zu jung für Britney Spears, zu alt für Billie Eilish. Weißt du, dieser Ghost. Ich würde eher davon ausgehen, dass Billie Eilish einfach noch zu wenig gebracht hat und natürlich der schreckliche James Bond Song. Hat Alben oder so raus. Also der James Bond Song hat ein bisschen versaut. Ich würde jetzt mal ich bin ja dran, ne? Glaube ich. Du schwimmst, Matthias, du hast noch eine Chance. Dirk ist dran. Punkte sind Punkte, ich sag Adele. Punkte sind Punkte und Dirk holt sich einen sicheren ersten Punkt. Adele ist immer noch auf Platz 1. Ja. Die habe ich weggegeben für Beyoncé Knowles. Was, du Idiot? Baby. Ich habe noch 5 Namen auf meiner Liste. Die habe ich weggegeben für Beyoncé.
In Shiny. Eine Frage von Papier. Ja, currently ist anscheinend nicht auf Ranker beschrieben. Also, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Das ist die glatte Zuversicht, wäre, die Sebis Gesicht spielt. Wäre, glaube ich, auf Platz 11 gewesen, Sebis. Tut mir leid. Ja, da gehört sie hin. Ja, ich jetzt mal. Know your place, Miley. Matthias, du schwimmst. Robert ist dran. Nee, Robert ist raus. Robert schwimmt auch. Scheiße. Lange. Hier, Dingens. Ah. Ja. Na, die ist doch bestimmt dabei. Scheiße. 1. Christina Aguilera. Christina Aguilera hat es leider auch nicht mehr in die Liste geschafft. Vielleicht ist sie irgendwo in den Top 100 noch, ich würde sagen vor Britney, aber leider. Vor Britney, ja. Nein, Matthias. Ja, ja, ist so. Dirk. Einzige, die mir jetzt irgendwie spontan einfällt, wäre Rihanna. Ah, ja. Ach, die gibt es ja auch noch. Jetzt sind 7 Punkte für den Dirk. Alter. Na gut. Sebi. Aber wir haben immer noch ein Duell. Sebi, du schwimmst. Mhm. Jetzt ist es ein Spiel. Final. Celine Dion. Vermutlich. Wir lachen jetzt, aber wahrscheinlich andere nicht. Aber leider kann ich nicht. Dirk, du kannst doch erst. Ach so. Hat Dirk nicht sowieso schon die Runde gewonnen? Ja, aber ich kann ja. Es werden doch insgesamt die Punkte gezählt, oder? Ich kann doch jetzt noch. Ja, aber hast du nicht insgesamt. Aber hast du nicht insgesamt schon die Runde gewonnen? So, weiß ich nicht. Dirk, willst du einen Dick machen oder willst du jetzt aufgeben? Wir alle kennen die Antwort. Ich habe keine Ahnung. Die einzige, die mir jetzt noch einfallen würde. Oh, Cher finde ich schön. Ist. Ah, wie heißt sie? Drei. Barbara Streisand. Jo, schwimmst du. Nicht schlecht. Was? Jetzt schwimmst du. Ach, achso, ich bin aber noch drin. Was muss ich denn tun, um jemanden zu verlieren? Nicht mitspielen. Das nehme ich mal als Kompliment. Okay. Dann nehme ich noch Sia. 3 Punkte für dich. ich dachte extra, nimmst du eine, die nie drin sein wird. Jetzt nehme ich Cher. Wenn Cher jetzt da drin ist, dann ist. Ja, ist auch nicht. Jetzt bist du untergegangen. Alles klar, gut. So. Helene Fischer. Jetzt dürft ihr euch ein bisschen aufregen über Ranker oder einfach auf die Seite gehen und mitvoten. Ich werde ganz schön zusammenzählen, wie viele Punkte ihr gemacht habt, ja? Wer war denn noch übrig? Ranker, jetzt sagt er erstmal. Ah ja, wer noch übrig war, war noch. Also auf Platz 5 fehlte noch Demi Lovato. Auf Platz 9 Shakira. Ja. Und erstaunlicherweise auf Platz 10 immer noch Kelly Clarkson. Ach, Shakira ist aus einem Super Bowl bekannt. Kelly Clarkson bestimmt, weil sie letztens nochmal die Nationalhymne gesungen hat. Da ist sie nochmal nach oben. Das gebumst. Ist tatsächlich auch auf Ranker eine Seite, die man jetzt noch so angucken kann. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine festgesetzte Liste oder so, sondern die entwickelt sich immer weiter. Ja. Ins Falsche anscheinend, aber okay. Jetzt dürft ihr motzen über die Leute, die da abgestimmt haben. Ich Ranker ist Kacke. Ranker ist Kacke. Macht ein W vorne hin und kein R. Wenker ist Kacke. Das habe ich es euch gegeben. Wollen wir einen Song rausmachen? Dann können wir vielleicht eine Top-10-Liste auf Ranker machen. Die Wanker. Ach, egal. Kann man da alles und jeden hochrenken? Könnte man theoretisch Sebi als beste Sängerin da hinsetzen und wir müssten nur genug Leute mobilisieren. Lass das mal machen. Lass das irgendwie hinbekommen. Okay, alle aus dem Chat gehen jetzt da rein, das müsst ihr erreichen. Sollte erreichen. Sebi for Best Actress or Singer Female. Letzte Woche war ich schon beste Sportlerin. Ich bin Sportlerin des Jahres. Ich mach schon mal den Spiel. Und so? Ja, läuft, ne? Ja, ja. Ne, ist doch. Boah, guck mal, 5 und 9 und 2 Spiele rum. Wunderbar. Ja, zum Glück sind wir durch mit dem Spiel. Ich habe die Punkte zusammengeholt. Robert hat sich insgesamt 2 Punkte geholt. Matthias 20, Sebi 23 und Dirk 52. Was? Keiner mag den. 1 Punkt für Matthias, 2 Punkte für Sebi und 3 Punkte für Dirk. Kommen wir schnell zu Spiel Nummer 3, das ich so wunderbar nenne: Polizeikontrolle. Wow. Wo ist das? Gut, dass der Bayer nicht da ist. Sie wollen seinen Führerschein holen. Polizeikontrolle? Müssen wir jetzt blasen? Frage den Mann nochmal erklären. Frage für einen Freund. Ich bin gespannt, was für aktuelle politische Ereignisse du da reinbringst. Keine dummen Witze über aktuelle Geschehnisse, sondern über ein Standardverhalten, wenn man in Deutschland aufwächst und im Vorort mal am Wochenende einen getrunken hat oder so und vielleicht mal angehalten wurde. Oder sonst was. Was wir jetzt machen, ist einfach nur ein kleiner Alkoholtest. Auf dem Fahrrad. Und dafür würde ich euch bitten, schon mal aufzustehen. Ich werde euch jetzt nach und nach Sachen sagen, die ihr tun müsst. Und wer als erstes verkackt, fliegt raus. Und wer am längsten
durchhält, hat gewonnen. Darf ich kurz fragen, mit den Kopfhörern, Kabel und so, sollten wir Platz haben? Du musst dich nicht um dich selbst drehen. Also ja, das sollte gehen. Okay. Reicht das so, wie du mich siehst? Wunderbar, ja. Ja, den Schuss ist definitiv besser. Raus. Ein Ticken zurück wäre gut. Aber das Ticken zurück bei mir? Ja, bei dir auch, genau. So. Ich muss aufpassen, dass ich hier den Tiger King nicht wegstoße. Wunderbar. So, meine Herren, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ist das okay mit der Bierflasche da? Nee, das wird nicht funktionieren, das wirst du merken. So, die Herrschaften stehen stramm. Stellen Sie sich mal bitte alle stramm vor mich hin, das Spiel geht los. Wir starten mit Spiel Nummer 3, Polizeikontrolle. Fassen Sie doch mal alle, stecken Sie mal Ihren rechten Arm komplett zur Seite aus. Matthias ist raus. Matthias ist raus. Was? Ich habe gesagt, folgt genau dem, was ich sage. Habe ich doch gemacht. Nein, Sie haben sich an die Nase gefasst. Sie sind betrunken, Sie sind raus. Alle anderen greifen sich jetzt im geraden Winkel an, mit dem rechten Zeigefinger an die Nase. Wow. Während Sie das tun, sollen Sie mit Ihrer linken Hand Ihren Bauch im Uhrzeigersinn streicheln. Ich werde erregt, mach schneller. Okay, auch Robert ist raus, weil er den Uhrzeigersinn nicht gecheckt hat. Du hast das doch gespiegelt bei dir. Ja, oder die anderen beiden sind raus, das ist halt der Punkt. So, ja, jetzt richtig. Stellen Sie sich bitte auf ein Bein. Matthias, ich sehe schon, worauf das hinausläuft heute, ne? Ja, ich glaube wir spielen auch, keine Rolle. Ich mache nächste Woche mal meinen Eigenladen auf. Ich mache mit. Deswegen möchte ich bitten, dass Sie Ihr hochgehobenes Bein drücken Sie bitte in die innere Knieseite Ihres stehenden Beins. So, dass wir einen schönen Stand haben. Ach so, meinst du? Sag doch, Yoga. Okay. So. Das ist auch und schön, da dass man das bei beiden nicht sieht. Und da, ja, das muss ich jetzt leider nehmen. Damit möchte ich doch bitte, also in der, damit das jetzt zu einem schnellen Ende führt, sprechen Sie doch bitte das Alphabet rückwärts laut aus. Und zwar langsam. Gleichzeitig? Also. Gleichzeitig, ja. Z. Wer den ersten Fehler macht oder länger y. braucht, X. Z, Y, U, X, R, W, Moment, V, du. T, G, U, T, S, L, H, T, S, Q, P, O, N, M, L, L, N, M, O, J, I, M, N, L, H, G, F, E, D, C, B, H, J, I, und damit gewinnt Dirk. Mann, Matthias, wenn du da reinredest, kann ich den schlecht zuhören. Ach, das tut mir leid, das wusste ich nicht. 3 Punkte für Dirk. Matthias ist ja auch betrunken. 1 Punkt. Ja, genau. Jawohl, so ist das nämlich hier. Woo! Sind wir fertig? Ja. Wir sind fertig. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, guck. Es ist 2:09 und wir sind schon bei Spiel 4. Mein Bauch ist bunt. Musst du reiben. Ich habe dir zugehört. Ich habe nur schon vorab gemacht. Und ich dachte, das Spiel geht doch nicht. Was glaubst du, was die Polizei macht, wenn du mit so einem freundlichen Lächeln schon mal vorab was vormachst? Was glaubst du, was die mit dir machen? Nach der Woche würde ich das nicht fragen. Nach der Woche würde ich das nicht fragen, was ich mache. Ach Leute. So, wir kommen zu Spiel Nummer 4. Spiel Nummer 4 ist ein Spiel, das hatten wir auf der einen oder anderen Art schon mal und den Namen hatten wir auch schon mal. Das Spiel heißt Zahlen bitte. 5, 4, 8, 15, 23, 17, 16 habe ich vergessen. 69. Nice. Dirk, dafür möchte ich bitte, dass du mal auf den Gamescreen schaltest und die Dateien, die du runtergeladen hast, für mich mal eben kurz in den Screen lädst. Aber nicht die Dateien, die du runtergeladen hast. Okay, warte. Achso, oh, genau. Gut, dass du es sagst. Weil ja, dann muss ich kurz, ich muss ja noch entpacken. Ja, Jungs. Ja, Matthias, wie gefällt es dir denn so? Ja, super, Buki. Klasse. Ich mache euch so lange nochmal groß. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß, beim letzten Zuschauen habe ich mich immer gefragt, wie kann man sich denn da so krass aufregen? Wie kann man denn da irgendwie genervt werden? Das sind doch nur lustige Spiele. Der ruhige Matthias. Jetzt sitze ich hier. Ist no more. Ich hatte ein bisschen gehofft, ne, wenn du jetzt noch ein bisschen Vollgas gibst, kann natürlich noch alles kommen. Mein ja, Mann, sicher. Dann müsst ihr erstmal sehen. Noch ein bisschen subjektive Punktewertung. Dann wird es erstmal richtig anstrengend, wenn man das hier mal machen muss. Weißt du? Matthias legt sich auf und der hatte schon eine Kategorie für sich alleine. Da sind jetzt 22 Bilder drin.
Ja, wenn du die mal eben reinladen könntest in den Stream. Mal eben, sagt er. Alles klar. Kannst du die ja mal reinschieben? Ja, ich schieb sie mal eben rein, Sekunde. Puh. Ja. Alles klar. Ich muss jedes Bild einzeln reinladen, das ist halt das Ding. Warum? Weil OBS so funktioniert. Haben sie keinen Drag and Drop? Nee, das Ding hat keine große Grafik draus gemacht. Nee, wie nehmen Sie mal Ihr Handy weg? Ja, ich muss meiner Mutter gerade schreiben, wo wir sind. Die findet uns nicht auf YouTube. Dumm, die du. Mach mal, also das wird jetzt nicht hier. Das dauert jetzt leider wirklich ein bisschen. Was, wieso? Es gibt kein Drag and Drop in dem Ding. Das, du musst alles als einzelnes Ding reinfügen. Ist das nicht schön, wie der Hintergrund da reinpasst? Boah, 5 von 9 und 3 Spiele. Bin besser im Zeitplan als vorher. Naja. Was ist, hier, was ist denn hier schon wieder? Okay. Gib mein Bestes. So. Da. Komm, jeder erzählt einen Witz. Robert, hau raus. Was denn? Erzähl einen Witz. Was ist schwarz und rennt durch den Wald? Wie bitte? Ja, was ist schwarz und rennt durch den Wald? Ein Kaminchen. Oh, nicht schlecht. Das schreibt der Robert sich direkt auf als bessere Antwort. Kaminchen, ja. Was denn? Spanner nach Wald dran? Ein Rudel Badewannenstöpsel. Was ist der Witz da dran? Bananen haben gar keine Gräten. Schwarz und rennen durch den Wald. Badewannenstöpsel sind keine Rudeltiere. Naja, das sagst du, aber du weißt mir das. Weiß man doch, das weiß man doch. Der Robert hat mal... Erzähl einen Witz. So. Hey Siri, erzähl einen Witz. Du hast sie auf Englisch eingestellt, die versteht dich nicht. Fliegt ins Weltall eine Rakete. Haha, nicht verstanden. Was? Was hat 8 Beine und fliegt ins Weltall? Eine Rakete. Ich habe die 8 Beine nicht gehört. Ja, ich auch nicht. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Was ist braun und rollt den Berg rauf? Was hat 8 Beine und fliegt ins Weltall? Eine Rakete, ich weiß es. Eine Wanderine. Was ist schwarz-weiß und hüpft von Scholle zu Scholle? Ein Springuin. Springuin. Was ist weiß und steht hinterm Baum? Ein Schneemann. Ein schüchternes Glas Milch. Wie nennt man ein schüchternes Mammut? Quatsch. Oh, und die ist raus. Wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut. Was ist grün, sitzt auf dem Baum und tut dir weh, wenn es dir auf den Kopf fällt? Ein Billardtisch, ja. Was ist viereckig, rot und schlecht für die Zähne? Ziegelstein. Ja. Dirk, wie lange brauchst du noch? Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben die Hälfte. Ich mache nächste Woche den Bayer. Ja, ich das kannst du das wieder mitmachen. Gehen zwei Muffins im Ofen und werden gebacken. Meint das eine, ist ganz schön warm hier drin. Meint das andere, oh mein Gott. Echtes Muffin. Ich google mal nach Witze. Das ist schon immer gegangen. Witze zum Todlachen. Witze und warum sie lustig sind. Der Bayer, Herrlich, der Bayer. Warum hat der Bayer ein eigenes Icon? Hat er nicht. Zufall. Nein, der Dirk hat ein eigenes. Ich habe ein eigenes, ja. Ablage WTF, Leute. So, was sind wir bei den Us-Präsidenten? Simpsons-Episoden. Puh. Was sagt ein Haifisch, wenn er einen Surfer sieht? Hi. Mahlzeit. Das ist aber nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Versteht ihr, weil ihr ein Surfbrett habt? Ja, da könnte man was draus machen. Irgendjemand, der Witze erklärt. Das wär's, oder? Das wär ziemlich cool eigentlich. Ja. Geht eine schwangere Frau in die Bäckerei? Jetzt ficken wir Tiere. Moment. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Darauf der Bäcker, Sachen gibt's. Geht in die gleiche Richtung, ist okay. Jetzt stellt euch so 80er Jahre Didi Haller vor. Müsst ihr so langsam haben, oder? Dirk, müsst ihr so. Ich bin jetzt bei, warte. 16, 17? Ich bin 17, ja. 17 jetzt. Drei. Jetzt hast du was doppelt eingefügt. Ja, Entschuldigung, da ist es anders. So. Meine Frau hat mich gebeten, ihr Lippenbalsam zu reichen. Aus Versehen gab ich ihr Superkleber. Sie spricht immer noch nicht mit mir. lustig. Weil die Lippen noch zu hat, ne? Kommen zwei Männer in eine Kneipe, der eine macht die Jalousien runter und der andere macht es wieder rauf. Fragt ein Typ den Kellner, was ist denn das? Ja, das sind zwei Stammgäste. Ja, und was kriegen die jetzt? Naja, es sind zwei Taubstumme, der eine ein dunkles, der andere ein helles.
Oh Gott. Kinder nerven ihren Vater und ihre Mutter die ganze Woche schon damit, dass sie ein Haustier haben wollen. Vater sagt am Morgen ganz genervt, weißt du was, gebe den Kindern einfach in den Zoohandlung und kauf denen irgendeinen Vogel, ich muss arbeiten und fährt zur Arbeit. Mutter fährt mit ihren Kindern zur Zoohandlung, kommt dahin und alles, was da aussteht, ist ein Papagei. Sagt sie so, oh, wie teuer ist denn der Papagei? Ja, 30 Euro. Ah, das ist aber günstig. Ja, das Problem ist, der hat früher in einem Puff gelebt. Und was heißt das? Ach, der sagt manchmal so komische Sachen. Dann guckt die Frau den Papagei an und dann so, oh, eine neue Puffmutter, oh. Dann dachte sie so, ja, damit können wir umgehen. Das kriegen wir schon irgendwie aus dem rausgeprügelt. Gesagt, getan, wow. Sie nimmt den Vogel mit nach Hause. Der Vogel sieht die Kinder. Oh, neue Nutten, sehr geil, sehr geil. Der Vogel kriegt dann auf den Dötz. Der Vogel sagt nichts mehr. Die Kinder sind ein bisschen verstört, aber werden wohl damit klarkommen. Die Mutter kommt immer mal wieder durch den Raum und sagt und bückt sich und sonst was. Und der Vogel bringt Sprüche wie, geiler Arsch. Und was macht sie? Sie schlägt den Vogel natürlich, um ihn zu erziehen. Ganz zum Schluss kommt der Vater nach Hause. Natürlich. Mutter sagt, wir haben einen Vogel gekauft. Sagt der Vater, oh, das will ich sehen. Geht in den Raum rein. Und der Vogel so, Moin Jürgen! Ach, bin fertig. Ach, wunderbar. Abwischen. Perfektes Timing. Was wir jetzt spielen, ist Zahlen bitte. Zahlen bitte ist im Grunde genommen nichts anderes wie Anno Domini. Ihr habt jetzt hier verschiedene Aussagen und die ergeben immer eine Zahl. Und ich möchte, dass ihr nach und nach diese Aussagen, also diese einzelnen Felder rechts von kleinstmöglicher Zahl bis höchstmöglicher Zahl aufreiht. Wenn ihr die Sachen falsch dazwischen. Ja, mach ich. Danke. Wenn ihr die Sachen falsch dazwischen stellt, seid ihr raus. So haben wir es damals gespielt, so spielen wir es diesmal auch, nur nicht mit Jahreszahlen. Ja. Popcorn hat nichts. Ihr müsstet ihn sehen. Popcorn hat gar nichts. Popcorn hat keine Kalorien. Seht ihr den? Ja. Okay. Ja. Ich versuche nochmal die Dinger ein kleines bisschen größer zu bekommen. Ein kleines bisschen größer. Aus Gründen. So. Aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden, wie das Spiel geht. Ach, ich kann nicht alle ganze Zeit nicht. Ist egal, man kann es lesen. Okay. Los. Wer falsch einreiht, fliegt direkt raus, so wie wir es immer spielen. Und anfangen darf Robert, der Nullte, der darf sich das erste Wort aussuchen, was er in die Mitte stellt. Ich nehme mal die Fädel in Köln. Fädel in Köln. Natürlich werde ich euch am Ende sagen, was die Zahlen auch wirklich sind, ne? Weiß ich. Dirk, wenn du so nett wärst, könntest du mal die Fädel in Köln rechts in die Mitte schieben. Ja, es ist unser System, ne? Also ich kann das leider nicht übernehmen. Nee, ist ja gut. Ja. So, und dann hätte ich jetzt gerne Matthias, der mir sagt, welche Zahl ist denn kleiner als die Fädeln können oder größer als die Fädeln können? Die Größe des kleinsten Mannes der Welt in Zentimeter ist größer. Du wirst mich hassen, aber das ist falsch. Ach, ey, Leute. Ey, Bayer, super Typ, was er ausgesucht hat. Popcorn hat Champion. Gar Es kommt über Fädel in Köln und ist damit kleiner. Also je weiter unten es ist, desto größer ist es, ja? Richtig. Das war okay, ja. Dirk, du bist da. Ich hab doch keinen. Tut mir leid, Matthias. Ich sage, 1 Gigabyte in Megabyte kommt unter Fädel in Köln. Ja, das ist korrekt. Schon mal weiter als Matthias, das freut mich. Sobald du es denn geschrieben hast, darf der Sebi auch. Die Internetsuche mit Googlen in. Internetsuche mit Googlen. Ach so, nee, stopp. Ich habe es falsch gelesen, vergiss es. Die Simpsons-Episoden ganz nach oben. Simpsons-Episoden, wo haben wir die denn? Ah, da oben. Zweite rechts. Ja. Die willst du hier haben? Ja. Wookie? Ja, dann ist er raus. Dann bist du raus, Sebi. Was? Ja, klar. Es gibt. Oben ist kleiner. Du wolltest die Zahl nicht sagen. Also, oder nee, jetzt machst du. Sagst also, du jetzt, wo es hinkommt? Nach unten hin wird es größer. Ach so. Hast du verstanden? Ja, dann tust du nach unten. Okay, ganz nach unten. Warte. Es geht von klein nach groß, von oben nach unten. Gigabyte. So, Mann. Hier zwischen willst du es haben? Ja, man hat schon langsam gemerkt, dass da die Kommunikation gefehlt hat. Also stimmt das dann hier zwischen jetzt, zwischen Fädel und Gigabyte? Ja, stimmt. Okay, dann schiebe ich es dazwischen. Wisst ihr, Matthias, so geht das. Man muss nur oft genug reden. Dann kommt man ja. Ich denke, dass es hier ein ganz klares Kommunikationsproblem war. Aber Robert.
Die Kinos in NRW zwischen die Fehl und die Simpsons. Das ist richtig. Okay. Dirk. Boah, keine Ahnung, ey. Scheiße. Ja, Sekunde. Ich sage, das Marvel-Gründungsjahr kommt ganz nach unten. Wenn du einfach nur, wenn das Jahr, die Zahl. Das ist korrekt. Ja. Ist der Stromverbrauch bei drei Personen auf das Jahr oder auf den Monat? Auf das Jahr. Der Stromverbrauch wird immer aufs Jahr geschätzt. Aber aufs Jahr. Dann würde ich den trotzdem ganz nach unten tun. Stromverbrauch bei drei Personen in Kilowattstunden ganz nach unten. Korrekt. Das hier, Stromverbrauch bei drei Personen in Kilowattstunden ganz nach unten. Robert! Die ich bin gerade auf dem falschen Dampfer. Ich vertue mich da. Schon nicht schlecht bisher. Mach mal die Kölschmarken des Kölner Brauereiverbands zwischen Kinos und Simpsons. Das ist falsch. Ach, der Quatsch. Ja, okay. Kölschmarken kommen mich ganz, hab mich vertan. Kölschmarken kommen ganz nach oben. Aber damit hast du den sicheren Puck geholt. Oh, guck mal, das heißt, okay. Dirk. Ja. Jetzt haben wir einen Sudden Death. Wer von euch zuerst falsch liegt? Es ist Elfmeterschießen. Ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich jetzt einfach mal: Internet suchen mit Google in Prozent zwischen den kleinsten Mann der Welt und die Fädel in Köln. Das ist. Also hier, da würde ich es reinmachen. So. Das ist falsch. Schade. Es kommt zwischen Fädel in Köln und Kinos NRW, aber Sebi, okay. Wenn Sebi jetzt richtig liegt, hat er sich die drei Punkte geholt. Ja. Dann sage ich mal: Die Torfläche eines Fußballtores in Zentimetern ganz nach unten. Das ist falsch. Oh, da geht's weiter. Okay. Es ging hier um Quadratzentimeter. Das sind Quadratzentimeter, ja. Ja, Verzeihung. Jetzt hat Photoshop nicht ganz gerade geklappert. Es kommt tatsächlich direkt hinter den Gigabyte. Okay. Das heißt, wir machen noch weiter. Wollen dann Sieger. Mhm. Boah. Okay. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich sage jetzt einfach mal, die US-Präsidenten kommen ganz nach oben. Falsch. Fuck. Eins drunter? Die US-Präsidenten kommen eins drunter. Sebi, jetzt kannst du nochmal holen. Zweiter Matchball für dich. Die Kalorien im Big Mac kommen zwischen Kinos und Simpson. Das ist richtig. Und damit gewinnt Sebi und holt sich drei Punkte. Sehr gut. So. Ich werde ganz kurz die Reihenfolge nennen, von kleinst nach größt. Laut Kölner Brauereiverband sind genau 16 Marken da angemeldet. Es gibt 45 US-Präsidenten der USA bisher. Es gibt 48 Postleitzahlen in Köln. Die älteste Faultier der Welt ist 50 Jahre alt. Der längste Städtename in der EU hat 58 Buchstaben und liegt natürlich irgendwo in Wales. Und heißt Lenfilsum und endet mit Go, Go, Goch. Auch interessant. Anzahl der Beatles-Singles waren 63. Die Größe des kleinsten Mannes der Welt in Zentimeter beträgt 67 Zentimeter. Wir haben 86 Fädel. Die Anzahl aller Internetsuchen mit Google in Prozent beträgt 93%. Krass.
Der durchschnittliche Kaffeekonsum pro Person in Deutschland in Litern beträgt 164 Liter. Die Akkulaufzeit des Nokia 3210 laut Hersteller beträgt angeblich 260 Stunden. 360 PS in Kilowatt sind 265 Kilowatt, hochgerundet. Die Anzahl der Kinos in NRW beträgt 284. Sonics Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde beträgt 343, weil er so schnell wie der Schall ist, wenn ich das richtig recherchiert habe. Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich beträgt 448 Kilometer. Ein Big Mac beträgt laut Wikipedia 495 Kalorien bei Standardgewicht. Es gibt bis zu dem Suchergebnis, was ich heute hatte, her 684 Simpsons-Folgen. Ein Gigabyte in Megabyte beträgt, sind 1024. Die Torfläche eines Fußballtores in Quadratzentimetern beträgt 1786 Quadratzentimeter. Das Netto-Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer in Deutschland in 2019 in Euro beträgt 1890 Euro. Das Marvel-Gründungsjahr war 1939 und der durchschnittliche Stromverbrauch bei 3 Personen in Kilowattstunden pro Jahr beträgt 3200 Kilowattstunden. So, wo kommt da Popcorn rein? Das Popcorn kommt ganz nach unten, weil Popcorn hat keine Kalorien. Popcorn hat keine Kalorien. So, und damit können wir schon direkt zum nächsten Spiel kommen. Und das geht auch ganz, ganz schnell. Und Polizeikontrolle zu. Ja, so ein bisschen. Hier möchte ich ganz dringend bitten, hört genau darauf, was ich sage. Wie heißt das Spiel? Nur für den Dings? Hör's mal auf, den Bildschirm zu teilen. Ach, ja, ich vergesse es jedes Mal. Jo. Okay. Das Spiel heißt Kommando Pimperle. Ich denke, jeder Kölner kennt das sehr gut aus einem Klassiker. Ja, klar, immer gespielt. Kommando Pimperle, Kommando Rutsch, Kommando Flach, Kommando Faust. Können wir die Kommandos kennt jemand von euch spielen? Kennt jemand von euch vier nicht Kommando Pimperle? Ich kenn's natürlich, aber vielleicht erklärst du es einem Freund von mir. Wer von euch hat nicht voll normal geguckt? Nee, natürlich habe ich es geguckt, aber vielleicht mein Freund nicht. Sicher, das sicher. Geht einfach nur die Kommandos durch. Die Kommandos werden, die denke ich mir jetzt spontan dabei aus. Ist kein Problem. Also, klassisches Spiel geht, ich sag Kommando Pimperle. Und normalerweise klopft man auf den Tisch. Das machen wir jetzt aber mal nicht wegen unserer Mikros. Deswegen machen wir einfach in die Kamera diese Bewegung. Ja? Das ist Kommando Pimperle. Dann sage ich verschiedene Sachen wie Kommando Faust, Kommando Hand, Kommando Stehen, Kommando Sitz. Und jedes Mal, wenn ich so einen Befehl mache, egal ob ich es selber tue oder nicht, wenn ich Kommando sage, müsst ihr es machen. Lasse ich das Wort Kommando weg und ihr macht es trotzdem, seid ihr raus. Hast du Stirb langsam 3 geguckt? Und du sagst einfach Sachen, die wir machen müssen quasi. Also es müssen jetzt nicht, kann doch sein, keine Ahnung, Kommando, dreh dich im Kreis. Ja, und wenn ihr scheiße seid, sag ich Kommando ausziehen. Mal gucken, Kommando, ob ihr wirklich gewinnen wollt. Now we're talking, da passt das Intro endlich. aber ich gebe nur zu bedenken, mit Umdrehen und so ist wegen Kabel und so bei Mathis und mir zumindest ein bisschen schwierig. Yes, ne? Ja. Da, seid ich will wieder einfach ignoriert werden. Seid ihr bereit? Weil wenn ihr reinlabert, dann auch Kabel. Denk einmal bitte an den Robert. Wer denkt hier an Robert? Dann werdet ihr mich nicht verstehen. Ich gehe gleich einfach. Okay, Robert, wenn ihr reinlabern werdet, werde ich nicht verstehen. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Alles klar. Dann sag ich mal: Kommando Pimperle! Kommando Hand! Kommando Turm! Kommando Pimperle! Ja, ich merke schon, ihr seid ziemlich langsam. Kommando Stirn! Pimperle. Und Sebi ist raus. Aber Moment, ich habe doch gar nichts gemacht. Moment, da möchte ich gerne mal den Videobeweis sehen. Matthias und Robert haben nämlich auch die Hand weggenommen. Kommando Pimperle. Kommando Steh. Kommando Hock. Kommando Steh. Kommando Sitz. Kommando Flach. Kommando Stirn. Faust. Robert ist raus. Kommando Pimperle. Cookie muss nebenbei mal kurz die Punkte aufschreiben. Matthias, ich mache jetzt Kommandos Pimperle Speedrun. Any percent. Kommando Doppelpimperle. Kommando Trippelpimperle. Das ist keine. Was? Flach? Entschuldigung. Ja. Ich hab. Kommando Metal. Kommando cool. Metal. Cool. Kommando Pimperle. Das wird das neue Spiel 2. Das ist übel. Kommando Stirn. Kommando Faust. Kommando Turm.
Faust. Guck mal dafür bitte. Alter, Leute. Okay, ich muss wieder schnell sein. Guck mal, du steh. Guck mal, du spring. Guck mal, du spring. Guck mal, du spring. Guck mal, du spring. Spring. Verdammt. Meine Hocke. Und da ich weiß, wie ich das Spiel ganz schnell beenden kann, ist... Guck mal, du, wie viel ist 10 mal 10? 100. 100. Guck mal, wie viel ist 2 mal 12? 144. Kommando, wie viel ist 6 mal 6? 36. Blitz. Ah! Ich seh's nicht. Okay. Kommando, Twimmerle. Ich hasse euch. Dito. Kommando, was ist die Wurzel aus 81? 9. 9. Damit hat Dirk gewonnen. Was? Was? Wir haben beide 9 gesagt, gleichzeitig. Aber Dirk war definitiv schneller. Aber seit wann geht's um schnell? Also, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Hä? Wow, das ist okay, wirklich. Wow, das... Leute. Wow. Okay, nee, wir machen weiter. Ich lasse mir das hier nicht geben. Wann Pippele? Also, gleiche Position wieder, ja? Okay. Ja. Hilfe. Kommando Faust, Kommando Turm, Kommando Stirn, Turm, Faust, Kommando Pippele. Verdammt, ich wende mich raus. Ist okay. Jetzt war ich raus. So. Mann. Den kriegst du, Matthias, den kriegst du. Leute, ey. Geh an dich. Puh, herrlich. So, also wir haben keine Schiebung, wir haben nichts da. Ihr seid alle zufrieden? Nee. Cool. Wir gehen schnell zum nächsten Spiel. Ein nächstes Spiel, das mehr um die Seele geht als im Sport. Wir müssen jetzt nicht mehr schwitzen. Das nächste Spiel heißt Charakterfrage. Oh Gott. Da bin ich raus. Und warum schreit mich Pia im Chat an? Die schreit immer, das ist ihr Ding. Ja, der Stream hat gehakt zwischendurch. Bisschen leck. Echt? Ja, weil der Dirk die Funkwellen durcheinander gebracht hat. Ja, Entschuldigung, ich habe mich zu hart bewegt hier. Ja, beim WLAN, ne? Ja. Ist sogar okay. Mit Kabel drin. Das jetzt könnt ihr euch vorbereiten, wenn ihr was vorhaben, wenn ihr wollt. Ihr werdet jetzt gleich ein Spiel spielen, wo ihr einen eurer vier Namen hochhalten müsst. Ihr könnt euch also entweder vier kleine Zettel vorbereiten, wo jeweils ein Name von euch draufsteht, oder ihr schreibt jedes Mal den Namen auf euer Brett auf. Ich würde also den Namen von jemandem von denen hier, ja? Unsere vier. Unsere und dein eigenen. Und mein eigenen. Es geht nur um euch vier. Okay. Gut, ich wollte gerade Wookie aufschreiben. Nee. Gut, ich bin da klugerweise raus. Ja. Sowas spielen wir mit einem, den wir nicht kennen, der neue ist, ey. Wookie, wie heißt denn der neue? Ey, Robert. Neue? Gott. Irgendwas mit Matthias Laser oder so. Ja. Ich find's übrigens ziemlich krass, dass Matthias extra für heute einen eigenen Trailer bekommen hat. Und du noch nicht? Weißt du, wir müssen hier immer in unsere, auf eigene Kosten anreisen und so, ne? Und der kriegt hier alles gestellt. Trailer. Ach so, so ein Trailer. Ich war auch beim Intro. So, jetzt wird's richtig spannend, weil im Chat wurde tatsächlich, da hat jemand geschrieben, die haben alle vier Namen. Das ist richtig. Also für die diese vier Leute noch nicht kennen, jetzt werdet ihr euch alle ein bisschen besser kennenlernen. Denn im also früher Spiel, waren mir die Namen noch eingeblendet. Im Spiel früher, Charakterfrage. Damals. Geht es wie folgt. Habt ihr alle eure Namen aufgeschrieben? Ja, wahrscheinlich. Nein. Könnt ihr nebenbei zuhören? Ich habe jetzt viermal meinen Namen aufgeschrieben, das stimmt, ne? Wunderbar. Ich werde jetzt 20 Fragen in den Raum werfen nacheinander und euch Sachen fragen, wie zum Beispiel, wer schafft am meisten Cheeseburger und ihr haltet alle einen Namen hoch. Sobald ihr eine Mehrheit schafft, also sagen wir, alle sagen, Sebi hat den besten Podcast, dann würden alle einen Punkt kriegen. Wenn jetzt aber zum Beispiel Matthias sagt, nee, ich finde aber zum Beispiel den Abschlagestapel besser, übrigens auch ein guter Podcast, Leute, abonnieren. Das ist mein Kanal. Oder den Redebedarf. Dann die Leute, die Teil der Menge sind, der klaren Siegermenge, kriegen jeweils einen Punkt. Habt ihr das verstanden? Ich finde es gut, dass du den unseren ganzen Zuhörern jetzt erzählt hast, dass sie den Ablagestapel mehr hören sollten, weil den kennt ja keiner hier. Eben. Wer ist dieser Ablagestapel? Es kommen bestimmt genug Leute von Twitch hier rein, die gar nicht wissen, dass Ablagestapel auch einen Podcast hat. Ja, da recht. Es gibt auch Windows-Shoppers bei Twitter und bei Twitch. So. Auch da. Also, seid ihr bereit? Ja. Sie. Gut, dann fange ich an mit Frage Nummer 1. Wer von euch vielen ist denn der Sportlichste? 3, 2, 1. Hochhalten! I don't know. Ich sehe zweimal Dirk, ich sehe zweimal Sebi, ich sehe keine Menge, deswegen gibt keine Siegermenge, deswegen gibt es für diese Frage keine Punkte. Danke. Frage dir. Nummer 2. Wer hat den besten Kleidungsstil? 5, 4, 3, 2, 1, go.
Okay. Sehr gut. Es geht weiter. Kein, wir 2-2. Am Ende haben wir vielleicht einfach 0 Punkte. Naja. Nicht vorbereitet. Frage Nummer 3. Wer ist am eloquentesten? Was heißt eloquent? Okay, damit wissen wir schon mal, wer nicht gewählt wird. 5, 4, 3, 2, 1. Was? Und da sehe ich dreimal Matthias. Und das heißt, reihum außer Dirk gibt es einen Punkt. Die wissen alle nicht, was eloquent wird. Robert, du, stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Du bist eloquenter. Redegewandt. Wortreich und ausdrucksvoll. Okay. Der Matteste, okay. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wem würdest du am ehesten 10.000 Euro leihen? Das ist weird, wenn man sich selber nimmt dann, ne? 5. Das ist kein Leihen mehr. 4, ja, das stimmt eigentlich. 3, 2, 1, zeigen. Oh, und Robert ist... Danke, Robert. Ey, Robert, und wir wollen das Spielecafé zusammen aufmachen. Ey, du ja, bist ja so. Also Matthias, Sebi, nächste Woche will ich das Geld haben. Ihr kriegt das Frage zurück. Nummer 5. Okay. Wer von euch wäre der geeignetste Präsident der Vereinigten Staaten? Boah. Naja, okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich sehe keine Siegermenge. Sehr schön. Wer könnte am ehesten Elton beerben? 5, 4, 3, 2. John? Go. Ah, guck mal. Zwei Dirks, das heißt Dirk und Matthias von hier. Zwei Dirks? Oh mein Gott. Ich habe an dich geglaubt. Nächste Frage, Frage Nummer 7. Wer von euch hat das größte Verkaufstalent? Größte Verkaufstalent? 5, 4, 3, 2, 1, zeigen. Wow, alle außer Matthias. Spannend, spannend. So. Frage Nummer 8. Wen würdest du bei Wer wird Millionär am ehesten anrufen? 5, 4, 3. Mich selbst. Zeigen. Das ist voll nicht echt, das Ding. Aber also, Dirk. Ja, was, Dirk, nein, bist du besoffen? Nein, aber das Ding ist... Du musst doch nur zur Mehrheit gehören. Du musst nicht ehrlich antworten. Ja, ja, aber... Das ist doch auch wer mich anruft, hat schon verloren. Also, ich habe Vertrauen in dich. Ich würde dir das 10.000 Euro. Auch immer auf die Frage du an, bist ja doch immer dabei montags beim Quiz. Ach so, stimmt ja. Oh Gott. Jetzt wird's spannender, Leute. Jetzt wird's spannender. Frage Nummer 10. Nee, Quatsch. Frage Nummer 9. Wer kann am besten kochen? Boah, das weiß ich bei euch alle nicht. Boah. 4, 3, 2, 1, zeigen. Alle kriegen einen Punkt und niemand von euch außer mir hat bei Sebi schon mal gegessen. Und natürlich, du lebst noch. Du hast noch nie bei uns gegessen. Wir haben gegrillt. Das war lecker. Wir haben mit Sebi gegrillt? Klar, wir haben den Podcast aufgenommen, waren alle besoffen wie sonst was. Beim Ach, da wo ich meine Klobrille kaputt gemacht habt. Ja, ich erinnere mich. Wo Wuki deine Klobrille kaputt gemacht hat, genau. Du meinst wohl eher, dass du die Klobrille Schrott gemacht hast. Ich doch Weiter nicht. Geht's zu Frage Nummer 10. Mit meinem Jetzt enorm großen Arsch. Wer von euch ist denn der Witzigste? Ist 5, 4, 3, 2, 1. Danke. Matthias, danke, dass du ehrlich gehst. Ich habe dieses Mal die andere Wahl gewählt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Niemand weiß, wie das mit der Klobrille passiert ist. Sebi kam irgendwann raus und meinte, seine Klobrille wäre kaputt und keiner von uns war's. Ja, es war es. So. Es war ein Locked-Room-Szenario. Es waren nur Wookie, Bayer und ich da und wir waren alle vorher auf Toilette. Und ein Hund. Und ein Hund. Und ein Hund. So, Frage Nummer 11. Wer würde dich am besten auf den Ringen beschützen? Die Kölner Ringe, ja.
Wo ist Göllner Mucki? Ringen. Ja, sicher. Von denen wer würde, dich, wer würde dich am besten auf dem Weg von Friesenplatz zum Mediapark beschützen? Wovor? Das ist deine Fantasie. Vor Groupies. Vor bösen Groupies. 5, 4, 3, 2, 1, zeig. Ich sehe zweimal Dirk. Das heißt, Robert und Matthias kriegen den Punkt. Der Dirk kennt doch da jeden. Das ist doch Robert, ich kenne nicht genau. Mathis ist größer, der ist schon mal Angst. Hey, lass es nicht sprechen, lass es einfach Karaoke singen gehen. So, Frage Nummer 12. Du würdest dich wundern, wie oft ich damit schaffe. Wer von euch ist denn am erfinderischsten? 5, 4, 3, 2, 1, go! Danke, Robert. Drei Dirks ohne Robert. Drei Dirks ohne Robert. Was hat denn ein Dirk jemals erfunden? Keine Ahnung, aber ich dachte, das stimmt für sich. Taktisch gespielt. Read the room, ja. Sag mal, Jungs, mal ganz ehrlich, ne? Wer von den anderen ist für euch denn am ehesten ein Vorbild? Was? Wo drin? Also, wenn ich Teil der Gruppe wäre, würde ich nicht wissen, was ich sagen soll. Ihr seid alles Spackos. aber liebevolle Spackos. Ich bin kein Spacko, ich bin ein Spacki. So, machen wir jetzt die Punkteantwort oder die sympathische Antwort? 4, 3, 2, ich hab die Frage schon wieder vergessen. Oh. Das ist doch fair. Okay, damit können wir nur sagen, zwei Leute müssen sich jetzt schlecht fühlen, zwei können sich geehrt fühlen. Frage. Das war die Frage. Robert hat gemischt. Jetzt bin ich sehr gespannt, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wer von euch ist denn der Einfühlsamste? 5, 4, 3, 2, 1, zeigen. Jawohl! Punkte 3. Unser kleiner Emo. Wäre aber auch schockiert gewesen, wenn irgendeiner von euch Sebi genommen hätte. Hello, Darkness, my old friend. Frage Nummer. Nächste Frage, wir müssen ja natürlich auch gleich noch Stechen haben können. Wer würde bei einem Lottogewinn denn am meisten teilen? Würden wir das nicht alle? Ja. Nein! Also Robert schon. Aber natürlich, das hier heißt. Zeigen. Ja. Ah. Danke, Robert. Okay. Danke, Sebi. Keine Punkte. Das ist Quatsch, der hat eine Familie, der muss sich um sich selber kümmern. Okay, Jungs, mal ganz ehrlich, ne? Ihr seid ja alles ein bisschen assi, ihr seid ja alle ein bisschen aggro. Aber wer von euch ist denn am wenigsten aggro? Wer von euch würde denn als letztes im Gefängnis landen? Hm. Ach, wegen was im Gefängnis landen? Das habe ich nicht gestellt, Sebi. 5, 4, 3, 2, 1, zeigen. Das ist lustig, weil so haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Oh, okay. Hallo, was ist denn? Interessant. Was im Birmingham geschehen ist, bleibt bitte in Birmingham. Und jetzt mal eine Geschmacksfrage, Jungs. Ne? Ganz ehrlich. Denkt mal nicht an euch. Wer schmeckt am besten? Und wer von euch hat denn am ehesten einen Monat bezahlten Urlaub verdient? Oh, I know that answer. Seid ihr bereit? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, zeig. Danke, Sebi. So, und damit kommen wir in ein Stechen. Das Lustige ist, ich habe den ab Mittwoch. Ich habe einen Platz im Stechen und deswegen machen wir jetzt noch eine weitere Runde. Und wenn die Punkte sich dadurch ergeben, dann weiß ich genau Bescheid. Habt ihr es verstanden? Ja. Ihr macht einfach weiter, aber ich werde nicht alle Punkte jetzt verteilen, es geht jetzt nur um das Stechen dazwischen. Aber alle müssen mitmachen, damit überhaupt eine Menge erscheint. So. Wem würdet ihr am ehesten eure Kinder anvertrauen? 5, 4, Hunde zählen auch. 3, Brettspiele auch. 2, Moment, ein. Hunde? Zeigen. Naja. Ja, super, so kann ich natürlich nicht. Ist das Stechen aufgelöst? Nächste Frage: Wer würde am ehesten in Hollywood Erfolg haben? Muss ja nicht unbedingt vor der Kamera sein. 5, 3, 2, 1, zeigen. Ah!
Drei Matthias und damit habe ich eine klare Siege. Danke, Matthias. Danke. Aber danke euch. Nummer 6 ist durch. Wir haben folgende Punktzahlen. Und Achtung, darf ich kurz einen Chor von euch hören? Auf Platz 4 mit 6 Punkten. Dirk. Oh. Da applaudieren sie. 8 Punkte geben für Robert und geben damit einen Punkt. 9 Punkte für den Matthias, also 2 Punkte. Und 10 Punkte für Sebi und damit 3 Punkte. War das das Stechen am Ende? Ich habe mich aufgepasst. Matthias und Sebi hatten ein Stechen. So. Danke, Robert. Danke, kommen Robert. Wir. Es ist 21:35 und wir kommen zu Spiel Nummer 7. Es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Nimm mal ein bisschen Tempo raus. Ja. Das nächste Spiel könnte vielleicht 2 Stunden dauern. Wer weiß es nicht. Man kennt mich. Könnte alles noch passieren. Schiffe versenken. Aber extrem. Das nächste Spiel ist das einzige Spiel, wo ich tatsächlich ein bisschen auf den Klo gehen kann. Das ist okay. Was? Okay. Denn ich habe vorhin schon mit euch Zahlen bitte gespielt und ich habe mir gedacht, ich breche den Bann, weil, wie gesagt, ich hatte am Wochenende echt nicht so viel Zeit. Deswegen musste ich eine Sache mir noch dazu denken. Ich fange als Erster an mit dem Recyceln. Wir spielen noch eine Runde Stadt, Land, Fluss. Okay. Schiffe versenken. Ich schreib's mal in 3D. Kurzform. 3D-Schiffe versenken. SLF habe ich es jetzt mal genannt. Oh, das ist mega cool. Darf ich aufs Board schreiben, danach nach jeder Runde löschen? Ja. Gut. Ja. Was für Rubriken haben wir denn? Die kommt von mir, ja. Ihr müsst euch allerdings, ihr müsst mir natürlich trotzdem dann pro Runde eure Punktzahl sagen, ne? Wir spielen klassisch 5 Runden. Puh. Klassisch. Ja. Klassische Stadtland-Fluss-Straßenregeln halt, ne? Und wie war die Punktevergabe? Ist das Ligaspiel? 1-20 oder was? Ohne Schritt, ohne Gesicht. Es ist Ligaspiel, ohne Beißen, genau. Treffer, also 5 Punkte, wenn beide gleich haben, 10 Punkte, wenn man etwas als Einziger hat und, also wenn man eine Unique-Antwort hat, genau. Und wenn man der Einzige ist, der in der Sparte eine Antwort hat, gibt es 50 Punkte. Gut. Oder 20? Nee, 20. 25 eigentlich, aber. Nee, ich mach jetzt 20, ganz einfach. So. Alles klar. So. 5 Runden spielen wir und es gibt folgende 5 Kategorien. Erste Kategorie ist der Beruf. Der was? Was? Der Beruf. Ja, das einfachste. Tulpenzüchter, Rosenzüchter. Natürlich, natürlich. Eisverkäufer, Glockenverkäufer. Alle aufgeschrieben? Ja. Verkäufer. Ja. Zweite Rubrik ist Nahrungsmittel. Also Essen. Also, nee, Gerd, ja. Ich verstehe, was du meinst. Technisch. Müssen wir aber auch unglaublich. Müssen wir mal ein Trinkspiel ausmachen. Kategorie Nummer 3 ist berühmte fiktive Charaktere. Ich sage extra berühmt, weil ich nicht von euch Ausgedachte haben möchte. Wir können es auch als bestehende fiktive Charaktere machen. Ich schreibe es kurz mit Fick-Charakter, ne? Können wir irgendein Feld oder ist einfach nur fiktiv? Du darfst, Marvel DC ist erlaubt, genauso wie Harry Potter oder... Das berühmt heißt eigentlich nur, du kennst ihn. Dr. Chivago geht auch. Harry Potter ist fiktiv? Ja. So, Kategorie Nummer 4 ist Grund für den Weltuntergang. Lampaloosa. It's funny because it's true. Wie viele Kategorien sind es insgesamt? Das dürfen 5. Okay, das dürfen wir nicht sagen. Und die 5. Kategorie ist wahrscheinlich die schwierigste. Etwas Rundes. Yo, Mama. Okay. Seid ihr bereit? DC zählt sehr wohl, Flow-Tato. Ihr sagt, wenn die Runde vorbei ist, weil ihr schreibt Stopp, richtig? Also, damit würde ich sagen, fangen wir die erste Runde an und der erste Buchstabe, mit dem wir anfangen, ist E. Genießt die Runde, ganz ehrlich, lieber Chat. Das haben wir ganz selten. Endlich halten die alle mal die Schnauze. Außer Robert, der kann ruhig mal ein bisschen mehr reden. Der darf sich auch nicht so ärgern lassen. Vielleicht ist das genau Roberts Runde. Vielleicht ist aber auch Matthias Runde. Kannst du nicht auf den Rand halten? Ich mach dich gleich aus. Stopp! Ach, fick dich doch.
Dirk hat Stopp gerufen. Dann fangen wir doch mal an mit der ersten Kategorie. Was habt ihr denn bei Beruf stehen? Eisverkäufer. Ja. Auch? Eiermann. Ja. Robert? Nix. Das heißt, 5 Punkte für Matthias und Dirk und 10 für Sebi. Nächste Kategorie? Dirk. Eis. Also ich habe Eiscreme da stehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wenn ihr es unterschiedlich aufgeschrieben habt. Eiscreme okay. Ist ja. Ja. Vielleicht mit Ei, mit ohne. Sebi? Essen. Hab ich auch zuerst schreiben wollen. It's not wrong. Essen ist ein Nahrungsmittel. Was hast du, Robert? Erdbeere. Das heißt 10 Punkte durch die Bank. Fiktiver Charakter. Edward mit den Scherenhänden. Das will ich sehen, dass du das aufgeschrieben hast. Das alle. Ja, also hier in sehr klein und so, aber da Edward mit Scherenhänden steht da. Ja, ich kann tatsächlich Edward lesen, ja, gut. Also ich habe L aufgeschrieben, gibt's bestimmt, aber weiter bin ich nicht gekommen. Also niemand hat was sonst. Ich könnte auch schnell ein IT draus machen. Aber schön, dass du ehrlich bist, dass du noch kein IT draus gemacht hast. Ist Dirk der Einzige, der was hingeschrieben hat? Ja. Alles klar. Was habt ihr denn bei Grund für Weltuntergang? Erderwärmung. Ich habe Eiszeit. Erderwärmung, Eiszeit, da könnten wir schon wieder sagen, ist das dasselbe oder kommt es hinterher? Was? Also, gibt es drei um. Für Matthias und für Dirk gibt es 10 Punkte. Die Erderwärmung führt zu irgendwann zur Eiszeit, Leute. Irgendwann kippt das wieder. Inconvenient. Und zurück zu etwas Rundem. Was habt ihr denn bei Rundem? Eiskugel. Ja. ein Ei. Ja, ist das rund? Ein Ei ist rund, ja. Ich hab keine Ellipse, ist das rund? Ja, ja. Nee, ja eine Ellipse ist auch rund. Super. Das heißt, ich habe 10 Punkte für Sebi, 10 Punkte für Robert und 5 für Matthias und Dirk, weil beide eine Eiskugel haben. Ja. Yes. Ja, herrlich. Dann würde ich sagen, 30. Wischt euren Scheiß weg oder so, wie ihr wollt. Sagt schon, wenn ihr Es geht nicht ab. Es geht nicht ab, Fuki. Oh mein Gott. Seid ihr bereit für Runde Nummer 2? Ja. Jo. Muss, ne? Der nächste Buchstabe ist P. Stopp. Fick dich doch. Was soll man sagen? Ich habe jahrelang mit meiner Oma Stadtland Fluss gespielt, von daher. Und ja, und er hat sie nicht gewinnen lassen, Sebi. Nein, ich habe verloren. So, na gut, schauen wir mal. Dann lest doch mal vor, was ihr bei P hattet. Was habt ihr für Berufe? Polizist. Ja. Pastor. Echt? Panzerfahrer. Okay, 5 für Matthias, 5 für Dirk, 10 für Robert. Und 10 für den Sebi, ne? Ja. Achso, Sebi, ja. Wo kommst du her? Nahrungsmittel. Pflaume. Ach, ich bin doch bescheuert, ich habe da Pianist aufgeschrieben. Warum das? Den würde ich gerne. Nahrungsmittel? Okay, ja. Nein. Kannibalismus lasse ich nicht gelten. Also Pflaume. Was? Pizza. Pomelo. Pomelo, Alter. Also, da gibt es 10 Punkte für alle außer Sebi. Also können wir nochmal bitte auf eloquent zurückkommen? Du bist nicht eloquent, wenn du eloquente Menschen isst. Also, das hilft nicht. Ein berühmter, fiktiver Charakter. Power Girl. Pantau. Oh. Kuhmucke. Ey. Paul Atreides. Wer ist Paul Atreides? Darsteller von Dune. Okay. Darsteller von Dune? Oder ein Charakter? Insofern lassen wir es einfach gelten. Das ist ein Fluss in Afrika. Also, okay. Nee, das lasse ich gelten. Den Reihum. Grund für den Weltuntergang. Präsident so. Trump. Oh. Sebi? Nix. Oh. Aber Chapeau. Hey. Matthias? Dirk, eine Pandemie. Hey! Nice! Dirk ist so, raus. Ja, ich raus. Ich gebe mir selber minus 50. Dirk, etwas Rundes. Porzellanteller. Sebi? Nix. What? Pomelo. Ich weiß, was Mathis hat. Matthias? Pizza. Nee, ich hab Pylon da stehen. Ich weiß aber den hatte ich auch zuerst, aber dann dachte ja. Ich, ein Pylon hat ganz anderes. Klar runde Sachen auch. Oder? What? Ein Rohr ist ja auch rund.
Aber halt nicht überall. Ich habe gesagt, etwas Rundes, nicht etwas Sphärisches. Ja, stimmt schon. Naja, wir sind hier im zweidimensionalen Bereich, Leute. Nice. Hilft euch vielleicht gleich. Also, zweidimensional ist ein Pylon rund? Ja, von unten gesehen? Von oben betrachtet, ja. Na, oder von unten. Viereckig. Ja, aber ja, eigentlich ist er von oben und von unten viereckig. Ja. Just change your perspective, man. Es gibt auch Pylone, die unten kein Viereck haben. Pylon hat... Ne? Ja, das ist aber nicht der gute deutsche Standard-Pylon. Dann ist das ein Kegel. So, guck, dann geht jetzt weiter mit... Bereitet eure Felder vor für Runde Nummer 3. Im Chat ist gerade jemand enttäuscht, dass keiner Penis geschrieben hat. Weil Penisse nicht rund sind? Von oben. Wenn du Glück hast. So ein Querschnitt. Wenn du mir das so verkaufst, gibst du einen Punkt. Ja, wenn die Pylone rund ist von oben, dann ist es ein Penis auch. Wenn du mir das so verkaufst, ne, dann habe ich damit kein Problem. Der Penis, wenn die Pylone. Weil Pia sagt eh gerade I und hört nicht zu, das heißt, ihr könnt locker Punkte machen. Ist Pia nicht, wenn man von oben drauf guckt, auch rund? So der Kopf. Wow. Wow. Ja, an deiner Stelle würde ich jetzt nicht gewinnen und nächstes Wochenende vorbeikommen bei denen. Ne? So. Kommen wir zu Buchstabe Nummer 3. Der von oben ist, du möchtest mal höchstens essen, ja. Wow. Buchstabe Nummer 3 ist M. M? Martha? Die Martha! Was übrigens nicht zählt als fiktiver Charakter jetzt. Wow. Was, ihr seid Stopp gesagt. Wow. Wow. Das war schnell. Was hast du, wie hast du das gemacht? Schnell geschrieben. Ah, krass. Mir fehlt eigentlich, meins war blank einfach. Im Zeitspar, Jungs. Matthias, sag mal schnell, was hast du denn bei Beruf? Maler. Dirk? Maurer. Maschinenbauer. Maurer. Ja, mit solchen Wörtern kannst du nicht viel mitkriegen. Ja, das wird viel nichts anderes sein. Matthias und Dirk kriegen 10. Nahrungsmittel. Mais. Mais. Dirk? Mandelmilch. Ich habe viel zu lange Wörter genommen. Mao-Arm. Mich brauchst du nicht mehr fragen, die Runde. Ich habe nichts mehr. Okay. Das heißt, alle 10 dann. Fiktiver Charakter? Mickey Maus. Mysterio. Dirk? Debbie? Ich habe hier Metal stehen. Gibt es irgendein Metal? Also wenn du ihn selber nicht verkaufen kannst, dann geht es leider nicht. So, es gibt einen Song von Tenacious D, der so heißt. Also vielleicht. Richtig, nein, der ist The Metal. Fair enough. Grund für den Weltuntergang, Matthias. Hier habe ich Masern. Hey, das wollte ich auch erst aufschreiben, aber ich dachte mir, das ist auch kein Grund für den Weltuntergang. Aber ey, ist okay, ich habe nichts da. Von daher... Leute, es ist eine Krankheit, Masern ist auch sehr hoch ansteckend. Ich habe da Mord an allen stehen. Auch schön. Beschreiben Sie Genocide in anderen Worten. Bis auf der letzte, der war dann Selbstmord. Genocide, Schmenocide. Etwas Rundes, Matthias. Der Mond. Der Mond. Die Murmel. Au, ja, die Murmel. 5 Punkte für Sebi und Matthias, 10 für Dirk. So. Dirk, was hattest du bei Weltuntergang? Hattest du nichts, ne? Ich hatte nichts bei Weltuntergang, ne. Ja, dann. Hast du alles? Jo, ich hab alles. Seid ihr sauber für die nächste Runde? Und die letzte Runde vor allem? Ich bin sauber. Yes, vorletzte Runde. Kannst sagen. Ich mach 10 Minuten aus. Ja, der nächste Buchstabe, den wir suchen, ist A. Boah, scheiße. Stopp! Shit! Ernsthaft? Ja. Krass. Aber mein Beruf ist dezent. Ja, scheiße. Dirk, dann schieß mal los. Was hast du denn bei Beruf? Aalzüchter. Nein. Kommt, Leute. Es gibt spezialisierte Aalzüchter, 100%. Klar. Ich hätte auch Aasgeier nehmen können, aber. Debbie, hast du was bei Aas? Nein. Robert? Nein. Altenpfleger. Ja, das ist eine so, ja, ey. Erzähl das mal dem alten vietnamesischen Aalzüchter. Da muss auch mal gesagt werden. Apfel. Apfel. Ah. Apfel. Ananas war viel länger, aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben. Also habt ihr alle Apfel, ja? Ich habe Ananas. Das ist so geil. Ja. Ich habe Ananas. Okay, alle haben Apfel. Geil. Da steht Anmas. Ich habe 10 Punkte und die anderen nur 5. Dicke Anmas. So, berühmter fiktiver Charakter, Dirk. Al Bundy. Debbie? Nix. What? Anton aus Tirol. Ist nicht. Ja, okay, der ist fiktiv. Ich habe Arnold von Hey Arnold.
Ah, sehr gut verkauft. Das. Ja, ist mal so. Grund für den Weltuntergang, Dirk. Außerirdische. Ah, ja. Nice. Arschloch an der Macht. Schön. What? Ich habe es ein bisschen zu lang geschrieben, als ich hätte machen müssen. Atombombenkrieg. Atombombenkrieg hätte wahrscheinlich gereicht. Atom hätte wahrscheinlich gereicht. Atom hätte auch gereicht. Also ich wollte noch Affen schreiben, aber ich habe nichts. Nichts. Alles klar, dann 10. Ja, wir haben alle Planet der Affen gesehen. Und etwas Rundes, bitte. Apfel. Ein Arsch. Ja, ich hätte keine Zeit mehr. Nee, ich habe nichts. Matthias? Ich habe nichts. Also haben wir einen Apfel und einen Arsch, ja? Das ist Apfel und Arsch. Das ist Apfel und Ei, heißt das. Der Apfel hat so viele Punkte, der Arsch hat so viele Punkte. Wer von uns ist der Arsch? Kommen wir zum letzten. Kann jemand erraten, welchen Buchstaben wir jetzt haben? Ich habe nicht aufgepasst. Was? Genau, der letzte Buchstabe, den wir brauchen, ist L. Stopp! Was? Scheiße. Stopp gehört. Ah, fuck. Oh, das könnte spannend werden! Matthias, schieß mal los. Was ist denn dein Beruf? Ein Lampenbauer. Lektor habe ich. Lektor. Oh, auch schön. Ein Landarzt. Nix. Alles klar. Nahrungsmittel. Eine Litschi. Leber. Lunge. Lobster. Was hast du gesagt? Lobster. Lobster. Okay. Lapskaus. Also ich würde erst zu Robert zum Essen gehen und dann zu Matthias. Ja, dann beide würde ich ignorieren. Fiktiver Charakter. Lugia, das Pokémon. Lola Bunny. Baby? Mix. Larry aus Leisure Suit Larry. Der Robert hat wieder gesoffen da hinten. Larry Laffer heißt er. Larry Laffer. Grund für den Weltuntergang. Der Boden ist Lava. Deswegen fängt das nicht immer mit BR an, genau. Ja. Ich habe auch nur Lava da stehen, okay? Okay. Ich habe nix, das fehlte mir. Davy? Nix. No. Robert? Oh. No. Was? Da kommt er nochmal von hinten. Damit hat die durchgezählt und wir haben Folge. Noch etwas Rundes, oder? Wir haben noch das Runde noch offen. Ah ja, wir haben noch was Rundes, Verzeihung. Ja, Spoiler, wow. Spannend. Ich dachte, ich hätte. Na, egal. So. Ich habe da noch eine Lampe. Ja. Jetzt Amen. Seht ihr mal, wie. Heißt Dirk. Liebesperle. Aber jetzt seht ihr mal, wie Sebis Gehirn funktioniert. Ich habe Lineal aufgeschrieben. Sebi, du musst es verkaufen. Man kann das rund biegen. Geodreieck hat doch so einen runden Halbkreis. Ja, von oben gesehen ist das bestimmt rund. Da ist doch immer ein rundes. Wenn man es ganz schnell dreht, ist das rund. Ein eindimensionales Lineal ist ein Punkt und dem widerspricht rund. Genau. Robert? Ich habe nichts. Also 10 Punkte für den Zirkus. Lineal. Das ist herrlich, sehr gut. So, jetzt zähle ich nochmal durch. Guck mal, die Punkte, die ich hier schon auf zusammengelegt habe, die hätte ich dann noch so stehen lassen können. Wow. Das bleibt so geil, Leute. Antwort des Abends. Das ist sowas wie so ein Best-of aus oder die falschen Quiz. Nennen Sie ein gelb-schwarzes Insekt, Giraffe. Wenn das nicht das Highlight Reel schafft, dann weiß ich auch nicht. So gut. Wunderbar. So. Ja. Runde Nummer 2 geht wie folgt. Einfällt wegen Zeitdruck, weißt du? Mit 110 Punkten auf Platz 4 Robert, mit 125 Punkten auf Platz 3 Sebi, 190 Punkte für Matthias und 240 Punkte für Dirk. Ich habe eine Vermutung, wer nächste Woche das macht. Ja, das ist ganz dezent. Meint ihr? Komm, Sebi, hau rein, du bist nicht weit weg. Finale, Sebi, es ist 6 vor. Ich glaube, wir werden um 2-3 Minütchen vielleicht mit dem letzten Spiel verzeihen. Wenn du so viel aberst, dann würde aber das liegt nur bei euch. Wenn du mir reinredest, wird es sogar noch länger dauern. Sebi, ne? Das ist der Wahnsinn. Denn die letzte Runde entscheidet vollkommen nur ihr. Wir spielen nämlich eine Runde Drawful 2. Oh, scheiße. Oh, dafür brauchen wir das Handy, ne? Matthias wird verlieren. Matthias wird verlieren. Ich wollte eigentlich Scribble.io spielen, aber ich weiß, dass das Dirk und Matthias nein. Ach Gott. Zum Umkippen gespielt haben. Deswegen. Scheiße. Achso, dann muss ich.
Minuten. Bildschirm teilen und so? Den teile ich erst, wenn ihr alle im Raum seid. Ja, aber ich, damit, ja, okay. Du musst du übers Handy machen, ne? Ja, das wäre besser. Also man kann das auch mit PC spielen, aber das wäre richtig scheiße mit der Maus. Ich kann mit der Maus besser malen als auf dem Handy, habe ich letzte Woche rausgefunden. Oh Gott. Also willst du sagen, du kannst richtig scheiße malen? Korrekt. Ich möchte dies bestätigen, ich habe seinen Pegasus gesehen. Ich werde euch jetzt erstmal in die WhatsApp-Gruppe den Raumcode schicken und wehe, der Bayer kommt mit rein. Also darf ich über den Browser oder muss ich Handy? Nein, du kannst auch den Bildschirm benutzen. Also du kannst auch die Maus benutzen, wenn du willst. Ja, dann mache ich das auch. Hauptsache, ihr benutzt eine Maus und keinen Ballpen. Ja. Der hat keinen Stift hier. Was? Dürfen wir jetzt am PC? Ja, darfst du. Dürft auch die Maus, ob Maus oder Finger, ist euch überlassen, aber ihr dürft keinen Wacom Board oder sonst was benutzen. Darf oder ich einen Apple Pen benutzen? Wie andere Podcasts sagen, es gibt auch andere Pens, die gut sind. Also darf ich keinen Apple Pen benutzen? Du darfst definitiv keinen Apple Pen benutzen, Sebi. Wo gebe ich das denn jetzt ein? Ihr geht auf Jackbox. TV. Ach, TV. Der Dirk ist schon drin. Was mache ich das denn jetzt? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Wie du es möchtest. Wie du möchtest. Am Computer kannst du halt besser malen. Wo kann ich besser malen? Ich würde sagen, mit der Maus geht es besser als mit dem Handy-Display, weil das sehr klein ist auf dem Handy. Ich könnte mit dem Handy-Display besser malen. Maus. Ich bin mir nicht sicher. Robert ist auch schon mal drin. Von der Maus hast du halt nichts gesagt. Sebi, ich habe gesagt, nimm dein Handy. Kannst du auch mit dem Touchpad machen. Alle warten auf Sebi, also wenn Sebi meckert, dass wir zu spät dran sind, Sebi braucht länger als der Rest. Jackbox.tv, so gib den ständigen Code ein. Den habe ich in der Gruppe geschickt. So, Wookie, ich muss da mal gerade, wie mache ich das jetzt am einfachsten? Wir spielen die englische Version für den Chat, ist die Info? Okay, Sekunde. Ich mache einfach ein neues Fenster hier. Ach, scheiße. Mach dir mal, ich bereite mal vor. Muss ich schon machen, was da steht, Wookie, oder? Wir warten jetzt erstmal und bitten, dass der Bayer bitte den Raum wieder verlässt. Das war so klar. Kann ich habe mich Bayer Champion genannt, ne? Nicht, dass du Ja, aber der Bayer ist leider auch mit reingegangen und deswegen muss ich den Raum nochmal schließen, weil Bayer witzig ist. Ich mach nochmal neu auf und schicke euch einzeln. Hey Matthias, was machst du nächste Woche? Nee. Das habe ich eben schon angemeldet. Also machen wir einen neuen Raum jetzt, ja? Ja, ich schicke euch das einzeln, weil... Ich gehe jetzt alle nacheinander Urlaub, ja. Ja, genau. So, Sebi. Dirk. Robert. Jo. Und... der Maris. So, ihr solltet alle einen Raumcode bekommen haben. Jetzt muss ich ja wieder neu malen. Das ist richtig. Bedankt dich beim Bayer. Danke, Bayer. Toll, Matthias. Soll ich das jetzt malen, was da steht? Ich selbst, ja. Okay. Sollst du nicht einfach nur dich malen? Ja. Ah. Aber ich wusste ja nicht, ob ihr wisst, was da steht. Deswegen... Stunning, Matthias. Du siehst wirklich genauso aus, wie das da steht. Ich habe, ihr wurdet alle vorgewarnt, ob meiner Malqualität. Ja, ich bin ja auch noch da, mach dir keine Sorgen. Haben wir das denn eben gemacht? Ich habe das eben in dem Koop-Ding gemacht, ne? In dem anderen Fenster. Ja, da ist es jetzt noch so drin. Für den Chat, wenn das Spiel losgeht, könnt ihr natürlich als Mitbewerter mit da reinkommen in das Spiel. Ich will euch nur nicht als Teilnehmer der eigentlichen Runde haben. Deswegen dürft ihr jetzt auch noch nicht meinen Screen sehen. So, ich werde jetzt gleich meinen Screen sharen. Habt ihr alle Drawful gespielt? Ja. Ja. Montags mal. Ja. Also Montags war damit noch alles perfekt. Ich mal was, ja. Ja, also ihr malt das, was euch vorgeschlagen wird und dann folgt ihr dem Spiel. Ihr werdet natürlich keinen Sound haben, aber das ist bei diesem Spiel tatsächlich nicht so notwendig. Versucht nur darauf zu achten, dass ihr auf den Countdown achtet, ne? Damit ihr euch nicht irgendwie selber dann zerschießt. So, seid ihr bereit? Wir machen alle gleichzeitig das Gleiche und dann... Nee, du kriegst das. Ihr folgt den Infos auf dem Screen und auf eurem Handy. Gut. Jo? Ja. So, ich share jetzt meinen Screen schon mal, damit ich das gleich schnell reinschieben kann. Und dann starte ich das Spiel. Auf die Plätze, fertig. Ja, nee. Ich bin ja gar nicht. Dirk, du bist der VIP. Drück mal Everybody's In. Was? Achso, okay. Alles klar, habe ich gemacht. So, das Spiel geht los. So, und jetzt, wenn irgendjemand was benoten will oder sonst was oder reingehen möchte, kann er natürlich. Als Audience dem Raum join.
Du kannst ruhig da. Also, ne, ich habe nichts gesagt. Ist okay. Was? Oh Gott. Was? Warum ist was ist das denn? Wie soll ich schönes? Wow. Das kann man nicht malen. Ja, das sehe ich. Natürlich. Ihr werdet auch auf keinen Fall drauf kommen, was ich hier male. Aber so ist das Spiel ja konzipiert. Ja, aber ich hatte, als wir das letzte gespielt haben, waren wenigstens Sachen dabei, die man irgendwie malen konnte, aber das hier ist. Na egal. Ich male einfach das, was ich da verstehe. Auch wenn Pöbel, ich verstehe. Pöbel! Das ist ja nichts gegen Pöbel, dich, das Pöbel, ist einfach nur Pöbel. Dieser, der eine hier, der jetzt gerade. Echt? Hey, du malst so, jetzt mal schön. Ja, bin doch dabei, du Eierbär. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird, Leute. Ihr habt übrigens schon 3 Leute in der Audience. Toll. Cool, das sind mehr als sonst. Ja, ich bin übrigens die ganze Woche in Köln, Dirk. Das heißt, wir können die ganzen Jackbox-Spiele vielleicht mal zusammen demnächst auf Twitch spielen. Ja, gerne. Du warst ja, also ich hab's ja am, was ist, Donnerstag und Freitag gemacht. Da war, konntest du ja leider nicht mehr, das war schade. Aber gerne. Ja, ich bin nämlich ein begnadeter Lügner. Ja, mein Ego ist zu groß, also es war. Schon. Ich hasse immer noch, dass man hier nicht rasieren kann. So, fertig. Rasieren? Radieren! Achso. Also du kannst sie schon rasieren, wenn du wirklich mal dich anstrengst. Dann kannst du die alle wegrasieren. Ah, jetzt folgt ihr diesem Spiel. Haben wir alle das gleiche gemalt? Nein. Nein. Ah, Hürden laufen. Also, was soll ich machen? Raten? Ja, du siehst jetzt auf. Also, du siehst ein Bild auf dem Stream und du musst bei dir eingeben, wie. Englisch? Ja, so geht das. Aus solchen Gründen frage ich vorher so von wegen, habt ihr es alles schon mal gespielt? Ich habe schon mal gespielt. Schreib die Antworten auf Englisch rein, weil sonst wird es offensichtlich. Ja, auf Englisch, Leute. Da wir alle schon mal beim englischen Quiz waren, gehe ich davon aus, dass das kein Problem sein sollte. Ja, das hättest du auch mal sagen sollen. Ich habe gefragt, ob du das Spiel gespielt hast, Sevi. Ja, ich habe Nein gesagt. Nö. Das ist gar nicht so leicht, weil das ist irgendwie doch. Ich finde, ihr habt alle tolle Antworten gegeben. Wer hat denn die richtige gegeben? Guckt sie gut schief. So, was sieht. Das mal was sieht. Wie oft muss ich denn jetzt hier was klicken? Was muss ich denn hier klicken? Ja, du kannst das erste. Zweite Mal ist nur Bonuspunkte. Genau. Für die schönste Antwort oder so. Sebi hat Hörlos geschrieben. Jemand ist auf deine Antwort reingefallen, Sebi. Danke. Dankeschön. Was war's denn? Was passiert hier? Ach, das ist gar kein Polizeihut. Was, danke. Bei mir? Nein. Bei mir ist das ein, das hier, ein Pik. Autumn Hat. Aha. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich habe irgendwas gemalt. Hat gereicht. Ja, das hat doch aber hat ihr Punkte gemacht? Hat es? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Publikumspunkte. Ah. Pupsikum. Danke. Ja, Team Robert, immer dabei. So ist es. Oh, das ist mein Bild. Danke, ja, Sebi. Hätte ich das nicht sagen dürfen? Keine Ahnung. Das nächste Mal, wenn ich frage, einfach klare Antworten. Selber schuld. Aber es ist eh schon 3 nach, also wahrscheinlich ist Sebi sowieso nur noch halb. Das darfst du doch nicht sagen, jetzt geht das Bild einfach weg von dem. Also wir mussten für den Chat, wir mussten alle Bilder malen, jetzt müssen wir dem alle Titel geben und danach sagen, wer das, was wohl das Richtige ist. Genau, es ist ein bisschen Montagsmaler gemischt mit Nobody's Perfect. Man kriegt einen relativ fiesen Begriff genannt, der eigentlich schwer zu zeichnen ist, der dazu führt, dass die 3 anderen auf super seltsame Ideen kommen, was es sein könnte. Und am Ende muss man dann rausfinden, welcher dieser 4 Begriffe denn der richtige ist. Und ihr könnt natürlich mitvoten. Und was war's? Dankeschön. Es war halt bescheuert genug. Ja, genau wie Manni heißt. Danke. Wenn das jetzt Swag ist, ne? Es ist Swag. Klar, es ist Swag. Was? Sieht man doch. Es ist Money Boy. Das ist nicht mal Swag. Okay, das lasse ich gelten. Das ist okay. Wow. Oh. Der Champ des Bayers führt übrigens, ne? Das ist okay. Ja.
Ich sag euch, das ist. Ja, egal. Gut, jetzt, wo ich so sehe, sieht es nochmal sehr scheiße aus. Ist es ein Penis? Es sind zwei Penis. Penon. Kann ich irgendwas machen? Nee, ne? Außer. Ah. Verzeihung. Ja, ne? Hoffen wir es mal. Ich hätte keine Ahnung. Das ging mir beim Malen so. Alter. Aber ich muss sagen, eure Mauszeichen-Skills sind nicht schlecht. Danke. Vielleicht spielen wir das nächste Mal mit Excel-Tabellen. Ja, das war ein bisschen zu offensichtlich. Ja, ey. Wie soll man das sonst malen? Fine, I'll use the second color. Ja. Ich hätte echt gedacht, dass das Komma und das Apostroph, dass du dir das extra gewählt hast, um die anderen halt... Alter Dirk, ey. Ich konnte ja nichts wählen. Also man kann sich ja nicht ausruhen, was man malt. Damn. Das könnte eng werden. So, alles offen. Sehr schön. Was ist das? What? Es ist kein Pegasus, okay. Aber... kommt aber nah dran. Gott. Ich glaube, der Chat, jetzt weiß der Chat, wovon ich geredet habe. Oh, ich bin so froh, dass ich das nicht gegen euch spielen muss. Na, was ab? Was glaubst du, warum ich auch die Charakterfragenrunde gemacht habe? Ah, da könnte natürlich ein bisschen was verräterisch sein hier, ne? Da sind doch versteckte Hinweise. Ach, ich gar nichts. Ja. Okay. Sebi. Ah, so hätte man das. Ach, so eine Bühne, ja. Oh, interessant. Merci. Verdammt. Ja, gut. Seht ihr ein durchgestrichenes Weinglas, oder? Ja, nee, vergiss es. Es sollte ein Baum werden, dann dachte ich, warum machst du einen Baum? Das ist überhaupt nichts. Was? Das ist einfach nur. Ja, aber ich wollte jetzt keine Hilfe geben. Was passiert hier? Was geschieht? Keiner weiß. Punkte werden noch gezählt und ja. Warum bin ich letzter? Ich habe doch. Noch was malen? Noch eine Runde? Es kommt eine zweite Runde noch. Ach so, okay. Na, man muss ja erstmal reinkommen, Leute, ne? Wäre ja unfair. Außerdem ist es erst 7 nach, weißt du, akademisches Viertel dürfen wir schon noch mit beachten. Ist immer noch besser als 1,5 Stunden später. Habe ich schon ganz gut gemacht diese Woche eigentlich. Die Maus ist ein bisschen ausgerutscht. Okay, lass mir das. Danke. Ach, das passiert. Ich sag ja, radieren wäre so toll bei diesem Spiel. Na, kannst du ja mal mit dem Radierer beim Bildschirm gehen, mal sehen. Ha! Aber es ist auch eigentlich eine, oder rechte Maustaste, Konsole öffnen vom Browser. Informatiker. Was ist, oh Gott. Ey, besser wird's nicht. Oh Gott. Ich finde, dein Icon sieht aus wie ein Polizist. Meins? Der okay. Und ein bisschen, ne? Und Bobby. Oh, Bobby. Maus gerutscht. Ja, auf jeden Fall. Unhappy couple, conjoined twins, clones, double vision. Ach, das war dumm. Dann kann ich zurückgehen, Scheiße. Double Vision all over the sky. Ja, es sind die Co-Joint Twins. Das fiel mir dann aber auch erst auf, als ich drauf geklickt hatte.
Clones. Oder ein richtig schlechter Film. Conjuring. Nein, nein. Sieht ihr den noch? Ah, geht er. Matthias, du weißt nicht, wie ich meine. Unsicher. Ja. Cool. Und zertrennen wir. Cool, cool. Oh, Matt Damon, oder? Matt Damon. Der war gar nicht so scheiße. Ja, oh, der war schon übel. Der war schon hart. Also der ist schon sehr an der Grenze. Aber das war schon Ricky Bobby-Niveau. Warum bin ich noch immer Letzter? Das ist zweite Runde. Ach ja. Ach, jetzt ist Musik schön, ne? Das Spielmusik. Oh, ein richtig schönes Sound, wie man so ein Mikrofon machen sollte, Dirk, ohne Spuckschutz. Dirk, wir sollten wirklich nicht über Videocall singen. Ich hab's ja nicht mein Mikro steht hier rechts von mir, deswegen hab ich es gerade ausgemacht. Aber okay. Wir können in der Tradition wenig noch irgendwie einfach Koordinaten uns zusagen. Okay, B5. A5. Versenkt. Das war mein Kleiner. Ich hab was ist punktemäßig eigentlich abgegangen? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich habe Punkte gemacht, cool. Warum habe ich keinen Punkt gemacht? Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, zum einen. Das ist gut, Sebi, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. wer hat das gemacht? Sebi. Mega kreativ. Ich dachte, die Antwort wäre eindeutiger. Hier weckt aber der eine oder andere die Sexismusfrage nochmal, ne? Das ist das Spiel. Ja, ja. Blame the game, not the player. Man kann entscheiden, wie man das Spiel spielt, Jungs. Richtig. Eigentlich können wir echt froh sein, dass es noch nicht angemotzt werden, dass wir hier zu fünft immer nur als Männer sitzen, ne? Vielleicht sollte der nächste Mal einen weiblichen Champ stellen. Ich glaube, Pia hat bestimmt Spaß. Oh, Sebi. Nicht schlecht. War das gut? Ja, jetzt hast du mal gut Punkte gemacht. Damit kommst du vielleicht auf den dritten Platz. Das Ding ist so, wir haben alle halt Punkte gemacht. Ja, der kriegt nochmal extra Punkte, weil er ein Streak ist. Ich bin vor Robert, geil. Oh ja, viel Spaß damit. Hey! Das ist der britische Bloody Batman. Ich werde mich dazu nicht äußern, was das sein soll. Es ist wahrscheinlich der klassische Lederlappen. Wir sind ja nicht in Schweden. Lederlappen. Ja. Also wenn ich auf jeden Fall das nächste Mal krank bin, darf man sich gerne bei mir als Champion melden. Allerdings kann ich euch versprechen, dass, falls die Person gewinnt, definitiv auch die nächste Runde dann auch mal auslegen muss. Bewerbt euch! Was redet der? Ich rede nicht mit dir. Kann man jemand nachzählen, ob das im Chat auch die richtige Anzahl an Nas sind? Das sind, glaube ich, zu viele. Warte. Und es endet auf dem Ende. Nee, falsch. Yeah. Ja. Poor Batman. Aber ey. Ach, hat er leere Hosentaschen? Ja. Ich glaube, der hat gar keine Hosentaschen. Nicht mal der 60er Jahre Batman hat Hosentaschen. Ja, der hat das auch. Nee, der hat einen Bettgürtel. Aber da hat er so eine kleine Change. So, und damit haben wir rechnen können. Durch. Nee. Das ist schon vorbei? Schade. War doch gerade so schön. Aber die meisten Likes
Ja, und lass uns nicht darüber reden. Ich habe alles geliked, weil ich nicht weiß, was mach das weg, mach das weg. Nee, ich brauche ja die Punktzahl. So, damit schließe ich das Spiel. Und es ist 22.14 Uhr und wir sind durch mit Spiel Nummer 8. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, aber jetzt musst du noch die Punkte zählen. Wookie, hör mal auf, deinen Bildschirm zu teilen, sonst sehen wir dich nicht mehr. Ist doch schön, also. Nee, sonst sieht man mich wieder öfter und dann wird wieder gemeckert. Und ja, ja, keiner will Dirk sehen. Sieht man mich wieder? Ja, man sieht dich. Sehr gut. Mach wieder zurück. Ja. Ja, lass mich mal ganz schnell durchzählen. Dirk, machst du auch den erzähl einen Witz. Den Hintergrund? Was mach ich? Ist schon. Da war nur Delay. Also, alles gut. Warum ging die Kuh nach Hamburg? Um all die Musik. Um mich zu besuchen. Hey. Was? Um all die Musicals zu sehen. Oh Gott. Wow. Ich meine Antwort besser. Ich hab die Punktzahl. Toll. Wow. Glückwunsch, Dirk. Funktioniert das so? Hab ich das richtig gemacht, Bayer? Du wolltest nicht moderieren, oder? Du wolltest nicht moderieren. Die Spielrunde hat folgende Punkte ergeben. Auf Platz 4 mit 4 Punkten. Robert. 4 Punkte. Wir reden jetzt von dem Spiel gerade, ne? Oder meinst du vom... Heute 0. Gefolgt mit 11 Punkten von Matthias. Und jetzt ist es tatsächlich auch wieder etwas knapper geworden wie in den letzten Wochen. Gut, letzte Woche war knapp. auf dem zweiten, der zweite Platz hat 14 Punkte. Herausragend. Und der erste Platz hat 19, auf dem zweiten Platz Sebi mit 14, auf dem ersten 19. Dirk. Gut, hier Sebi. Also mein Applaus, Captain Sebi. Und auch vielen lieben Dank an den Chat gerade in der letzten Runde, dass ihr da so schön viele Daumen hoch gemacht habt. Und so. So. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, ich brauche nicht viel sagen. Es ist 16 nach, wenn wir mal schnell. Ja, gute Nacht. Ne, der Sebi muss nämlich langsam mal die pushen. Siegerkind. Was hast du zu sagen? Sorry? Nee, nicht sorry. Ha, so. Nee, ja, schön. War lustig. War eine schöne Runde auf jeden Fall. Waren schöne andere Spiele drin. Ich fand es sehr cool. Hat Spaß gemacht. Und es zeigt, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Statt am Fluss war ja auch mega lustig. Das war schon ganz cool. Ich freue mich sehr drauf. Wie bitte? Ja, rückwärts Lampe, ne? Das habe ich beim L dann auch bemerkt, als das Lampe rückwärts war. Ich dachte, das wäre Marvel gewesen. Nee. Ja, für Marvel. Ah. Ja, ich überlege mir was für nächstes Mal. Ich habe da so ein paar Ideen. Ich werde das mit euch nochmal im Geheimen dann besprechen. Und ich freue mich. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Also euch Lampen und euch Zuschauern. Ja, genau. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast. Ich bin der Ding. So, wenn der andere nicht mitzieht, ne? So ist das halt bei uns im Podcast. Deswegen schneidest du den auch immer, ne? 173 Folgen, Erfolg. Ich mag dich, Wookie. Morgen nehmen wir auf, ne? Ja, natürlich nehmen wir morgen auf. Hört unseren Podcast. Genau. I Love Lamp, der Podcast Ablage, auf Twitter. Aus Bern. I Love Redebedarf. Oder auf den Schattenbreit. Ablagestapel@chaosbern.game2. Ich habe eine Idee unter uns. Sollte man nicht unsere 4 Podcasts einfach mal neben hintereinander schneiden und als einen Podcast rausbringen? Nein. Kann niemand zu. Das ist so gut. Das ist alles vorbei gerade. Aber wieso 4? Ich habe 2. Wir nennen ihn einfach den MoMA-Podcast. Der MoMA. 3. Gut. Ja. Ja, ich habe also Montag und Insat Moin. Ist der Stream schon aus, oder? Ich nehme gerade schon den Podcast auf. Ich gehe da mal pinkeln. Also Jungs, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche auf das, auf mal wieder eine ungerade Siegerzahl von Dirk. Ey, Dirk, wenn ich wieder Schokolade fressen muss, ne? Nee, ich habe eine Woche lang meinen Kaffee nicht süßen müssen, deswegen. Nächste Woche ist der Bayer ja wieder da. Deswegen machen wir dann ein weiße Mäuse-Wettessen. Oh ja! Das ist die Rache für den Junggesellenabschied. Ja, sonst mache ich vielleicht nochmal schön Bayers Junggesellenabschiedsschnäpschen, wenn ich das nächste Mal gewinne. Oh, wir können alle Spiele, die wir auf meinem Junggesellenabschied gespielt haben, nochmal spielen. Ja, wir machen. Erste Runde, wir fangen an mit Flim 11 im Vierer. Weitere Details. Hört den Podcast am Donnerstag von uns. Leute, ich würde mal sagen, gute Runden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Dirk, möchtest du abschließende Worte sagen, weil es dein Account ist, oder sagen wir jetzt einfach Tschüss alle? Wir können Tschüss sagen, hier wird gleich noch Marbles gespielt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das ist eine runde Sache, wie Lineal.